Sagen Sie jetzt mal bitte, Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen. Beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am Freitag, den 16. Oktober 2015, hatte das Anarchistische Radio Berlin die Gelegenheit, im Staatsarchiv in Ludwigsburg einen Vortrag von Yavuz Narin zu dokumentieren. Narin ist als Anwalt in München und aktuell als Nebenklageanwalt im NSU-Prozess tätig. In seinem Vortrag berichtet er von den schlimmen Erfahrungen der Opferfamilien mit der deutschen Polizei, der Bedeutung der Nebenklage im NSU-Prozess und den sogenannten Sicherheitsbehörden. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Demokratischen Zentrum in Ludwigsburg im Rahmen einer Reihe zum Thema NSU. Zum Thema NSU und NSU-Prozess empfehlen wir den Blog NSU-Watch, nsu-watch.info. Ich möchte Sie und euch alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung im Namen des Demos, die Verstrickung des Verfassungsschutzes in den NSU, persönliche Erfahrung eines Opferanwalts. Wir haben hier Yavuz Narin, eben der Opferanwalt von Theodoros Bulgaridis und seiner Familie, eins der Opfer des NSU. Und ja, wir freuen uns, dass Sie zu zahlreich erschienen sind. Ich wollte noch kurz sagen, in der Zeitung war das Ganze angekündigt, ich glaube schon vorgestern, und da stand halt nicht dabei, dass es eine Veranstaltung von Demos, vom Demokratischen Zentrum ist. Das wollte ich einfach noch kurz dazu sagen. Die Veranstaltung ist ja kostenfrei, wir lassen aber eine Spendenkasse rumgehen. Also ja, politische Arbeit kostet eben nur Geld, und wenn Sie irgendwie Lust haben, uns eine kleine Spende zu geben, dann würden wir uns freuen. Und ja, ich begrüße natürlich Sie ganz herzlich, vor allem, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und heute die Veranstaltung machen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Vielen herzlichen Dank. Ich würde zunächst vorschlagen, dass das Publikum einfach so weit wie möglich nach vorne rückt, auf den hinteren Rängen möglicherweise. Dann also brauchen wir kein Mikrofon, und dann ist auch die Gesprächsatmosphäre ein wenig einfacher. Vielen Dank. Also ich bedanke mich erstmal für die Einladung, und ich bedanke mich bei euch, dass ihr den Weg hierher auf euch genommen habt und euch für das Thema interessiert. Mein Name ist Yavuz Narin, ich bin Rechtsanwalt aus München und vertrete, wie schon gesagt, die Hinterbliebenen des in München 2005 ermordeten Theo Bulgaridis. Theo Bulgaridis war ein griechischer Kleinunternehmer, der hatte einen Schlüsseldienst in München mit einem deutschen Geschäftspartner und wurde am 15. Juni 2005 mit 3 Kopfschüssen am helllichten Tag in seinem Laden hingerichtet vom NSU. Ihm wurde 3-mal ins Gesicht geschossen, er ist an seinem Blut erstickt, und unmittelbar nach dem Mord an Theo Bulgaridis wurde seine Frau Yvonne Bulgaridis, die also deutschstämmig ist, sie ist Hannoveranerin, aber in Bayern ist man auch in dritter Generation noch Zugreister, wurde von der Polizei zum Verhör abgeholt, so wie auch die kleinen Töchter des Theo Bulgaridis, also die damals 15 und 18 waren. Und beim Verhör wurden zunächst einmal die Kinder von der Mutter getrennt. In separaten Räumen wurden dann die Familienangehörigen, die Hinterbliebenen, vernommen. Der Familie wurde nicht erzählt, was überhaupt geschehen war. Mit dem Vater war irgendwas. Und ein Polizeibeamter hat dann die kleine Tochter von Theo Bulgaridis, die 15-Jährige, erstmal gefragt, ob der Vater mit Schutzgelderpressung zu tun habe, ob der Vater Drogenhändler sei, ob der Vater Menschenhändler sei und ob der Vater sie angefasst habe, ob er sie sexuell missbraucht habe. Das Mädchen wusste nicht, was geschehen war, schrie hysterisch, sprang auf, rannte in den Gang und schrie: Ich sage kein Wort mehr, bevor ich nicht erfahre, was mit meinem Vater los ist.
Im Nebenzimmer wurde die Mutter auf ähnliche Weise vernommen von der Polizei. Und ich schildere Ihnen dieses einzelne Schicksal der Familie in groben Umrissen als Beispiel für das, was die anderen Familien in der Form und in ähnlicher Weise auch erlebt haben über Jahre. Bei einer nächsten Vernehmung wurde Frau Yvonne Bulgarides von der Polizei vorgeworfen, sie habe ihren Ehemann selbst ermordet oder ermorden lassen und sie solle dies doch endlich zugeben. Und Yvonne Bulgarides meinte dann, ja, ich gebe es zu, ich habe meinen Mann selbst ermordet und vorher habe ich 6 Türken erschossen, damit es nicht auffällt. Also die Familie war nur noch frustriert und wusste nicht, wie ihr geschieht. Und schuld daran war nicht nur die Polizei, die auf diese Weise versuchte zu ermitteln in einem Mordfall, in einer Mordserie, sondern es waren auch entsprechende Medienberichte maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Familie ihre gesamte Existenz verloren hat, dass sie ihr gesamtes soziales Umfeld verloren hat. Yvonne Bulgarides hat etwa ihre Arbeit verloren. Sie wurde im Betrieb gemobbt. Ihr Vorgesetzter meinte, wenn die Familie in so desolaten Verhältnissen lebt, dann will ich nicht wissen, wie lange die uns schon beklaut. Und die Kinder konnten ihre Schulausbildung nicht beenden, mussten jahrelang in entsprechende Traumatherapie und jahrelang war die Familie stigmatisiert als kriminell. Nur als weiteres Beispiel, ich saß vor circa 2 Jahren im Bayerischen Untersuchungsausschuss, da wurde ein Polizeibeamter befragt zum Mord an Herrn Özidoro, das war das zweite Opfer des NSU in Nürnberg, ein türkischstämmiger Schneider, der hatte seine Schneiderwerkstatt in Nürnberg, wurde ebenso am helllichten Tag abgeknallt und war daneben für ein großes Unternehmen tätig. Also er war verschuldet und deswegen musste er sozusagen 2 Jobs gleichzeitig machen. Im Bayerischen Untersuchungsausschuss wurde dann der Polizeibeamte befragt, wie man denn die Familien behandelt habe. Der Beamte, Herr Hensler, meinte, man habe die Familien großartig und respektvoll behandelt. Nur die Tochter von Herrn Özidoro, die hatte ein Problem. Die wollte einfach nicht einsehen, dass ihr Vater mit Drogenhandel zu tun habe. Auf die Frage, ob er denn mit Drogenhandel zu tun hatte, meinte der Beamte, nein, hatte er nicht. Aber die Tochter war schuld, dass sie ihren Vater nicht als Drogenhändler ansehen wollte. Ein weiteres perfides Beispiel für diese Ermittlungsmethoden war etwa, dass man Yvonne Bulgarides das Foto einer jungen, attraktiven Dame zeigte, eine blonde Frau, und sie ist selbst auch blond allerdings, eine Hannoveranerin, ein Fischkopf oder wie man sagt. Also jedenfalls, ihr Mann habe mit dieser Frau seit Jahren eine Affäre. Die Frau sei eine Prostituierte und sie wisse von allem nichts. Ihr Mann habe ein Doppelleben geführt, habe sich in diese Prostituierte verliebt, etc. Frau Schimschek, der Witwe des ersten Opfers, hat man dasselbe Foto gezeigt und gemeint, ihr Mann hatte eine Affäre mit dieser Frau. Ihr Mann war ein Dreckskerl, ein Schwein. Sehen Sie sich mal an. Und das ist die Frau, das war eine blonde Frau. Frau Schimschek reagierte aber anders. Sie meinte, dass sie ihren Mann so sehr liebt, dass sie jetzt die Kinder kennenlernen möchte. Weil wenn das die Kinder ihres Mannes seien, dann sind das auch ihre Kinder. Das hat dann einen Beamten so beschämt, dass er dann ihr gegenüber eingeräumt hat, dass das nur eine Finte der Polizei war.
Diese Vernehmungsmethode, also das Verwenden sogenannter falscher Vorhalte, fand auch in den Akten Niederschlag. Und diese Vernehmungsmethode hat das Bayerische Landeskriminalamt damals in den Vereinigten Staaten eingekauft. Das ist die sogenannte Reed-Methode, also benannt nach einem amerikanischen Kriminologen. Das heißt, dass man bei Vernehmungen die Vernehmungsperson durch falsche Vorhalte also dazu bringen möchte, also dass die Vernehmungsperson dann andere Dinge einräumt, die sie vorher nicht sagen wollte. Mit dieser Vernehmungsmethode hat es das Bayerische Landeskriminalamt etwa geschafft, vor einigen Jahren einen Unschuldigen hinter Gitter zu bringen, im Fall Peggy. Das war ein geistig behinderter junger Mann, dem der Mord an einem Mädchen vorgeworfen wurde. Nicht die Polizei, sondern Investigativjournalisten haben dann diesen Fall recherchiert und haben aufgeklärt, dass er nicht der Mörder hätte sein können. Und der wahre Täter wurde dann, oder der mutmaßliche wahre Täter wurde jetzt in Sachsen-Anhalt, also letztes Jahr festgenommen, weil er seine eigene 3-jährige Tochter missbraucht hatte. Jedenfalls haben die Medien damals diese Sichtweise der Polizei und der Sicherheitsbehörden und der Politik kritiklos übernommen. In den Zeitungen titelte: Türkenmafia schlägt wieder zu. Ein Drogenhändlerring, die Dönermafia, Schutzgelderpresser, Glücksspiel, Fußballwetten. Es gab kaum eine Straftat, die man den Opferfamilien nicht vorgeworfen hatte, mit denen die Väter oder die Söhne nicht zu tun gehabt haben sollen. Unsere Aufgabe als Nebenklageanwälte war es, die Rehabilitation dieser Menschen herbeizuführen. Wir haben dann im Prozess diese Polizeibeamten auch auf diese Dinge angesprochen, gegen Widerstände des vorsitzenden Richters, gegen den Generalbundesanwalt. Am Ende mussten die Beamten dann tatsächlich auch einräumen, dass nichts an diesen Dingen dran war. Ein Beamter meinte zum Beispiel zu Habil Kılıç, ein Münchner Opfer, das vierte Mordopfer des NSU, der einen Lebensmittelmarkt hatte, er sei ein kreuzbraver Mann gewesen und er habe sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Die Medien verbreiteten diese Sichtweise der Polizei allerdings über viele Jahre und das ist dann in den Köpfen der Menschen so auch stecken geblieben. Und im Strafverfahren geht es ja in erster Linie um die angeklagten Täter und nicht um die Rehabilitation der Opfer. Deswegen wurden wir, wenn wir zu diesen Sachverhalten gefragt haben, immer oft brüsk zurechtgewiesen. Die Polizei schien offenbar nichts zu wissen. Die Polizei hatte, das konnte man 2011 noch nachlesen, eine interessante Theorie, wer hinter diesen Morden steckt. Es handle sich um eine türkische Mafia-Organisation, die einen rigiden Ehrenkodex verfolge. Diese Mafia-Organisation sei so geheim, dass deren Mitglieder nicht mal wüssten, dass sie Mitglieder dieser Organisation seien. Und dieser Ehrenkodex seinerseits sei auch so geheim, also dass diesen Kodex die Mitglieder auch nicht kannten. Die hätten gegen diesen geheimen Kodex verstoßen, den geheimen Kodex der geheimen Organisation, ohne zu wissen, dass sie dagegen verstoßen, ohne auch zu wissen, dass sie Mitglieder dieser Organisation seien. Dazu gibt es einen Bericht des Bayerischen Landeskriminalamts und deswegen seien sie Opfer dieser Taten geworden. Also manchmal sind Dinge so absurd und man wundert sich, warum die Menschen diese Dinge trotzdem glauben. Und im Mai 2011 lernte ich Familie Bulgarides kennen und ich hatte mich mit diesen Fällen aus privatem und beruflichem Interesse in der Vergangenheit schon intensiver befasst und hatte dazu eine Theorie. Diese Theorie galt damals als Verschwörungstheorie.
Heute gilt diese Theorie als Verschwörungspraxis, um Frau Dorothea Marx zu zitieren, die Chefin des Thüringer Ausschusses. Und zwar war damals im Mai 2011, also habe ich erstmal Frau Bulgarides gefragt, ich darf darüber berichten, ich bin von der Schweigepflicht entbunden insoweit. Ich habe Frau Bulgarides gefragt, was ist denn Ihr Verdacht? Ich glaube nämlich nicht, dass Ihr Mann kriminell war, aber erzählen Sie doch mal. Dann hat sie mir gesagt, ich sei der Erste, der sie überhaupt nach ihrem eigenen Verdacht befragt habe, in all den Jahren. Und 5 Jahre war ja nichts mehr geschehen. Sie sagte, also beim letzten Mord in Hessen, da wurde ja ein Verfassungsschützer festgenommen und gleich wieder freigelassen. Und seither sind keine Morde mehr geschehen. Und das, denkt sie, dachte sie, hat was mit der Sache zu tun. Und sie erwartete, dass ich sie möglicherweise auslachen würde. Ich habe gemeint, wenn etwas aussieht wie eine Ente, quakt wie eine Ente und läuft wie eine Ente, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich um eine Ente handelt. Und wir haben uns dann mit der Familie zusammengefunden. Ich habe der Familie allerdings darüber hinausgehend noch etwas erzählt. Da hat die Familie mir gegenüber später eingeräumt, sie dachten, ich hätte einen an der Waffel. Ich habe nämlich gemeint, dass diese Morde zusammenhängen mit dem Nagelbombenanschlag in Köln in der Kolbstraße 2004. Ich habe Frau Bulgarides damals entsprechende Zeitungsartikel gezeigt und ich hatte vor, nachdem ich mandatiert wurde, im November 2011 in Nürnberg bei der BAO Bosporus, das war die Aufbauorganisation, besondere Aufbauorganisation, die für diese Mordfälle zentral zuständig war. Übrigens rechtlich kompetenzwidrig, das ist eine ganz andere Frage. Und als ich diese Akteneinsicht nehmen sollte, im November 2011, ich hatte davor schon intensiven Kontakt mit den bayerischen Sicherheitsbehörden, mit der Mordkommission, mit der Staatsanwaltschaft, ist mir Eisenach zuvor gekommen. Und die Akte wurde dann nach Angaben des Staatsanwalts gesperrt. Ich durfte die Akten dann nicht einsehen. Es handelte sich damals nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei um 1100 Leitsordner, die in einer Lagerhalle bei Nürnberg verwahrt wurden. Ich rief dann nach dem Auffliegen des NSU. Die Kölner Bombenanschläge waren noch nicht bekannt, rief ich den zuständigen Polizeibeamten, Herrn Manfred Heger, an. Das ist ein erster Kriminalhauptkommissar und Leiter dieser Mordkommission gewesen. Und er meinte am Telefon, ach Herr Narin, lange nichts mehr von Ihnen gehört. Ich meinte, ich aber von Ihnen. Familie Bulgarides schilderte mir nämlich, noch bevor der NSU aufgeflogen war, dass die Beamten die Familienmitglieder abends besucht hatten, in Zivilkleidung, zum Teil nach dem Sport, und intensiv nach meiner Person ausgefragt hätten, woher sie diesen Anwalt hätten, warum sie überhaupt einen türkischen Anwalt hätten, was sei das für ein Typ. Es war offenbar für die entsprechenden Beamten sehr schwer nachzuvollziehen damals, dass die deutschen Hinterbliebenen eines griechischen Mordopfers einen türkischen Rechtsanwalt nehmen, als Opfer einer schweren Straftat. Und der Beamte, der mich zu Beginn des Telefongesprächs noch an der Stimme erkannte, meinte dann mitten im Gespräch plötzlich, er kenne mich überhaupt nicht. Wer sei ich überhaupt? Ich meinte, ich bin Rechtsanwalt Narin, Sie haben mich doch gerade eben erkannt. Und dann meinte er, das kann ja jeder sagen in seinem Bayerisch. Und ich meinte, nein, nein, ich bin kein Journalist. Schauen Sie doch, Sie sehen doch bestimmt meine Kanzleitelefonnummer auf Ihrem Display. Dann meinte er, nein, ich kenne Sie nicht. Dann habe ich gemeint, aber Sie haben doch eine Vollmacht von mir. Eine Vollmacht der Familie Bulgarides, die liegt doch bei Ihnen. Nein, ich habe keine Vollmacht von Ihnen. Sie dürfen in dieser Sache nicht auftreten. Und ich habe gemeint, machen Sie sich keine Sorgen, Herr Beamter. Ich habe
meine Vollmacht im Original an den Generalbundesanwalt geschickt und ich habe auch schon Strafanträge gestellt und habe aufgelegt. Ich habe danach den zuständigen Staatsanwalt, Herr Weiden, angerufen und wollte Akteneinsicht. Damals war der Generalbundesanwalt also noch nicht so weit, dass er die Akten gesperrt hatte und ich wollte Akteneinsicht, nach wie vor. Das war ja so vereinbart. Der Staatsanwalt hat mich dann gefragt, Staatsanwalt als Gruppenleiter Weiden, warum interessieren Sie sich eigentlich so sehr für diesen Fall? Ich meinte, bitte? Der Staatsanwalt meinte, warum interessieren Sie sich persönlich so sehr für diesen Fall? Und ich sagte dann, ich wurde von der Familie eines Mannes beauftragt, der von einer marodierenden Bande von Neonazis bei hellichtem Tag eiskalt hingerichtet wurde. Und die Familie hat ein großes Interesse daran zu erfahren, was mit dem Vater, was mit dem Ehemann geschehen ist. Aber Sie haben recht, ich interessiere mich auch persönlich für diesen Fall. Denn wenn eine solche marodierende Bande von Neonazis 10 Jahre ungehindert durch die Republik reisen und türkische Kleinunternehmer abknallen kann, hat mich das persönlich zu interessieren. Ich bin türkischer Kleinunternehmer, Herr Staatsanwalt als Gruppenleiter. Dann meinte er, kommen Sie am Montag vorbei, unter meiner Aufsicht können Sie dann die Sachakte Bulgarides einsehen, die übrigen Akten zu den anderen Tatorten dürfe ich nicht einsehen, die hätten ja nichts mit diesem Fall zu tun. Als handelt es sich um völlig isolierte Straftaten, die nichts miteinander zu tun hätten. Die Spurenakten, die bei der Polizei liegen, dürfte ich auch nicht einsehen. Ist das üblich? Nein, das ist nicht üblich. Und also weil Sie gerade gefragt haben, ich lade Sie alle ein, jederzeit zwischenzufragen, jederzeit zu unterbrechen, wenn irgendetwas unklar ist oder falls irgendwelche Fragen für Sie interessant sind. Ich werde frei vortragen und suche auch das Gespräch mit Ihnen. Freue ich mich über jede Anmerkung, jede Frage, auch Kritik, ganz besonders Kritik. Also jedenfalls, also sagte mir der Staatsanwalt damals, die Spurenakten, die bei der Polizei liegen, die dürfte ich nicht einsehen, da sei zu viel los, das schaffe man jetzt logistisch nicht. Unverschämt wie ich bin, habe ich gleich bei der Polizei angerufen, bei der aktenführenden Dienststelle und habe gemeint, ob viel los sei. Die meinten, nein, es ist überhaupt nichts los, kommen Sie doch vorbei. Dann habe ich gemeint, okay, das muss ich mit dem Staatsanwalt ausmachen, habe einen Fax geschickt an die Staatsanwaltschaft. Am selben Abend habe ich einen Anruf erhalten von der Polizei. Nee, es sei zu viel los, ich könne jetzt doch nicht Akteneinsicht nehmen. Okay, dachte ich. Und am nächsten Tag rief mich der Staatsanwalt an und meinte, die Generalbundesanwältin habe sich gemeldet und habe die Akte gesperrt, das Verfahren an sich gezogen. Die Generalbundesanwältin Harms war damals gar nicht mehr im Amt, aber ich dachte mir, okay, das wird jetzt also aussichtslos sein. Frau Bulgarides sagte mir damals, als der NSU aufgeflogen war und die ersten Verstrickungen der Verfassungsschutzbehörden in den Medien berichtet wurden, die werden jetzt bestimmt ganz massiv Akten vernichten. Und ich meinte, Yvonne, wir waren schon beim Du angekommen, mach dir bitte keine Sorgen. Man kann noch so viele Akten vernichten. Das ist wie bei CDs. Wenn man ein Loch in eine CD macht, dann hört man die Musik trotzdem. Das sind die Daten, die außenrum existieren, über die man rekonstruieren kann, was dort an einem bestimmten Bereich fehlt. Das sind die sogenannten Parity Bits, nennt man das in der Softwarebranche oder Hardwarebranche. Vielleicht sind einige Experten unter Ihnen, die sich da besser auskennen als ich. Und so funktioniert das auch mit den Akten. Das heißt, wenn in Deutschland eine Akte vernichtet wird, dann kann man davon ausgehen, dass die Informationen irgendwie irgendwo noch auffindbar sind. Und dazu kann ich später ein wenig auch ins Detail gehen. Gerne, das mache ich vor Jurastudenten eher, aber das kann man auch vertiefen. Also jedenfalls, wenige Tage später, nach Eisenach, nach Zwickau, wurde dann das sogenannte Bekennervideo des NSU gefunden.
Und in diesem Bekennervideo wurde auch der Kölner Nagelbombenanschlag thematisiert. Und dann kam der Lebensgefährte der Familie, der Frau Bulgarides, an mich also heran. Ein strammer, konservativer Bayer, ein ganz lieber Kerl, hat mich gepackt und gemeint, wenn's du, weil er hat sich gewundert, warum ich diesen Zusammenhang hergestellt hatte, und meinte, wenn's du fei vom Geheimdienst bist oder ein Islamist, ich erschier's die fei. Und ich habe ihm dann ganz ruhig geschildert, wie ich auf diese wahnwitzige Verschwörungstheorie gekommen bin. Und ich musste dann später feststellen, dass ich nicht der Einzige bin, der auf diese wahnwitzige Verschwörungstheorie gekommen ist. Die Sicherheitsbehörden wussten das nämlich auch. Es gab Ende der 90er. Was meinen Sie jetzt mit Sicherheitsbehörden? Verfassungsschutz und Polizei. Polizeilicher Staatsschutz, Verfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und BND. Das meine ich mit sogenannte Sicherheitsbehörden, ist vielleicht besser. Ja. Ende der 90er gab es in Großbritannien ein Konzept des sogenannten führerlosen Widerstandes. Ich will das nicht also näher vertiefen, aber es ging darum, dass Neonazis Nagelbombenanschläge in Migrantenvierteln oder in homosexuellen Kneipen in England durchgeführt haben. Der damals in England aufgegriffene sogenannte Einzeltäter David Copeland wurde dann gefasst und hatte Verbindungen zu einer terroristischen rechtsextremen Gruppierung, die sich Combat 18 nannte. Mit dieser Vereinigung hatte ich beruflich und privat in der Vergangenheit schon um die Jahrtausendwende zu tun. Deswegen kannte ich dieses Konzept. Das heißt, Nagelbombenanschläge in Migrantenviertel, keine Bekennerschreiben hinterlassen und Zellen von maximal 3 bis 4 Personen bilden. Und diese Handschrift meinte ich damals beim Kölner Nagelbombenanschlag 2004 gesehen zu haben. Es wurden damals in den Nachrichten Videos ausgestrahlt. Die Täter des Kölner Nagelbombenanschlags waren mehrfach durch die Überwachungskameras des Fernsehsenders Viva an der Kolbstraße gelaufen. Die hatten ein Fahrrad mit einer Nagelbombe vor einem Friseursalon abgestellt und dann die entsprechende Nagelbombe ferngezündet. Und ich dachte mir damals, jung und naiv wie ich war, die Polizei wird diese Leute in 3-4 Tagen festnehmen. Ich bin jetzt gespannt. Wir haben also in Deutschland auch Combat 18 Zellen. Es kam aber nichts. Über viele, viele Jahre. Man hatte nur die Phantombilder der beiden Herren, die sich mit Fahrrädern dem Tatort näherten. Und man hatte bei den Mordanschlägen Phantombilder von zwei Herren, die ebenfalls immer wieder mit Fahrrädern an den Tatorten gesichtet worden sind. Und die Phantombilder glichen sich wie ein Ei dem anderen. Und deswegen dachte ich, das würde eigentlich alles in das Konzept dieser Zelle passen. Als dann aber ein Verfassungsschutzbeamter festgenommen wurde, dachte ich, ups, da stimmt was nicht, da ist irgendwas faul. Und da war ich wohl nicht der Einzige. Jedenfalls, die Polizeibehörden haben an allen Tatorten keinerlei Hinweise, keinerlei Spur finden können. Sie haben sich zu Tode ermittelt. Die Polizei, die entsprechenden Sprecher der Behörden oder die entsprechenden Verantwortlichen brüsteten sich die letzten Jahre immer wieder. Sie hätten alles Menschenmögliche getan, um diese Morde aufzuklären. Sie hätten 3 Millionen Massendaten erhoben. Das stimmt. Sie haben fast die gesamte türkische Bevölkerung in Deutschland einer rechtswidrigen Rasterfahndung unterzogen damals. Sie hätten so viele Kreditkartendaten abgeglichen, sie hätten so viele Leute vernommen, so viele Leute festgenommen, das stimmt auch. Die haben wirklich viele Leute festgenommen, viele Wohnungen durchsucht. Ich habe zum Beispiel in den Akten Bilder gefunden von türkischen Familien. Da sind die Familienmitglieder mit den Händen rückwärts an die Stühle gefesselt und die Polizei stellt die Bude auf den Kopf. Unschuldige Leute, die halt zufällig in der Nähe gewohnt haben.
In Köln zum Beispiel hat man Wohnungen gestürmt und hat in den Wohnungen nach Cappies gesucht, weil die Täter ja Cappies auf hatten. Und es wurde zum Teil tatsächlich sehr selektiv ermittelt. Da haben Zeugen gemeint, ja, das waren mitteleuropäische Typen. Oder sagten, ja, das waren Deutscher. Dann hat man denen Lichtbildvorlagen gezeigt. Bilder von ganz vielen Leuten, die waren aber alles andere als mitteleuropäisch, das waren alles Türken. Nur irgendwann, also hat man gemerkt, das Ganze führt nicht weiter. Und die Opfer haben untereinander keinerlei Beziehung und in kriminelle Machenschaften verstrickt sind sie auch nicht. Okay, ein Junge hat mal einen Joint geraucht irgendwann, aber deswegen war das trotzdem kein großer Drogenhändlerin, sondern okay, der eine hat mal seine Frau betrogen. Das war bei einem anderen Opfer tatsächlich die Straftat. Die hat man auch groß ausgewalzt. Aber so eine Art Racheakt von betrogenen Frauen, der zu einer solchen Mordserie führt, ist daraus, ja, das ist jedenfalls nicht logisch. Und dann hat ein bayerischer Beamter, Herr Alexander Horn, der beim FBI lernte, eine operative Fallanalyse gemacht. Bei dem habe ich übrigens gelernt an der Münchner Uni. Und der hat gemeint, wir müssen unseren Ansatzpunkt ändern. Organisierte Kriminalität und Türkenmafia kann es nicht gewesen sein. Er gehe davon aus, nachdem er alle Akten gesichtet hat und sich intensiv mit dem Fall befasst hat, man habe es zu tun mit mindestens zwei deutschstämmigen Tätern zwischen 20 und 40 Jahren, die in der rechtsextremen Szene aktiv waren, die einschlägig mit Waffen- und Sprengstoffdelikten in Erscheinung getreten sein müssen in der Vergangenheit, die ein sehr enges Verhältnis zueinander haben, eine psychopathische Gesinnung, eine rechtsextreme Gesinnung. Die rechte Szene sei ihnen zu lasch. Und deswegen würden diese nach dem Motto Taten statt Worte derartige Morde begehen. Und immer wieder findet sich in den Akten auch, was wir jetzt im Nachhinein wissen, der Hinweis auf den Nagelbombenanschlag in Köln. Und es gab auch immer wieder entsprechende Aussagen. In Köln zum Beispiel wurden die Anwohner immer wieder massiv befragt, wer denn hinter diesen Taten stecken könne. Und so hat die Polizei auf Weisung der Staatsanwaltschaft Köln damals 5 V-Personen im Rahmen verdeckter Ermittlungen ins sogenannte migrantische Milieu entsandt. Die sollten also das Vertrauen der Bevölkerung im sogenannten türkischen Milieu erschleichen, gewinnen und Informationen beschaffen. Im Abschlussvermerk der Staatsanwaltschaft, die das Verfahren dann eingestellt hat, mangels Täter, hieß es, diese verdeckten Maßnahmen hätten außer Verschwörungstheorien nichts erbracht. Die Anwohner hätten nämlich gesagt, wir glauben, das waren Nazis. Manche Anwohner hätten sogar den Kölner Bombenanschlag in Verbindung gebracht mit der bundesweiten Mordserie an türkischen Kleinunternehmern. Aber weil das nur Verschwörungstheorien seien, könne man nicht weiter ermitteln und müsse die Akte schließen. 172 der Strafprozessordnung. Es gab diese Hinweise und wie sich dann später herausstellen sollte, also wurde später dennoch was gemacht. Ich setze mal an einem anderen Punkt an. Ich hatte eben geschildert, ein bayerischer LKA-Beamter, Herr Alexander Horn, hatte diese operative Fallanalyse entwickelt. Das sind Vorgänge, die parallel, ich komme sofort zu Ihnen, melden Sie sich dann bitte nochmal. Also meinte, wir haben es mit rechtsextremen Tätern zu tun, die eben nach diesem Motto führerloser Widerstand vorgehen und Taten statt Worte. Nachdem diese operative Fallanalyse, also bei einem Treffen der Sonderkommissionen aller Tatorte vorgestellt wurde, führte diese Fallanalyse, dieses Profiling zu großen Diskussionen unter den Beamten. Da meinten manche, zum Beispiel der Hamburger Chefermittler, Herr Schwarz, Kriminalhauptkommissar, meinte,
diese Fallanalyse sei völlig unwissenschaftlich. Das habe man in der Polizeischule so nicht gelernt. Das sei völliger Humbug. Am selben Tag wurde beschlossen durch die Innenminister der Länder Baden-Württemberg und Bayern, man müsse ein Gegengutachten erstellen zu diesen Fällen. Man müsse ein Gegengutachten erstellen, weil das sei unwissenschaftlich, das könne so nicht sein. Und in diesem Gegengutachten hat man dann endlich wieder die Welt in Ordnung gebracht. Da hieß es nämlich, der Mord ist eine Straftat, die in unserem Kulturkreis mit einem derartigen Tabu behaftet sei, dass als Täter eigentlich nur Personen aus dem südosteuropäischen Raum in Frage kämen. Also Deutsche können nicht Mörder sein, es müssen irgendwelche Leute aus dem südosteuropäischen Raum sein. Die Welt der Ermittler war wieder in Ordnung. Und der Hamburger Ermittler Schwarz, der meinte, diese operative Fallanalyse, die einen rechtsextremen Hintergrund feststellte, sei unwissenschaftlich. Derselbe Ermittler ordnete an, dass aus dem Iran ein metaphysisches Medium eingeflogen werden sollte. Dieses metaphysische Medium, ein Wahrsager, sollte Kontakt aufnehmen mit der Seele des Mordopfers, Taschköprü in dem Fall, aus Hamburg. Und die Seele des Opfers hat dem Medium dann tatsächlich auch berichtet, ja, der Täter war ein dunkelhaariger junger Türke, ein Kanak eben. Also war die Welt wieder in Ordnung. Man wusste zwar immer noch nicht genau, wer hinter der Tat steckt, aber also jedenfalls war die Polizei wieder auf der richtigen Fährte aus ihrer Sicht. Der Beamte rechtfertigte sich vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, dieser iranische Wahrsager, der habe kein Geld dafür verlangt. Er hat ihm nur rechtswidrig ein Visum verschafft, übrigens, für diesen Vorgang. Und als ich dann dachte, das ist ungeheuerlich, ich war in über 60 Sitzungen des Deutschen Bundestags anwesend im Untersuchungsausschuss, als ich dann dachte, okay, schlimmer kann es nicht mehr kommen, fragte der Abgeordnete Wieland den Kölner Chefermittler, Herrn Weber, hatten Sie nicht auch mal Hilfe aus dem Jenseits in Anspruch genommen? Und ich dachte, der verwechselt was, das ist ein schlechter Scherz. Aber tatsächlich haben die Kölner Ermittler sich an eine Wahrsagerin in München gewandt. Diese Wahrsagerin ließ ein unbespieltes Tonband laufen und über das Rauschen hat sie Kontakt mit den Geistern aufgenommen und den Beamten das erzählt, was sie wissen wollten. Türkenmafia oder was auch immer. Dieses Tonband wurde dann zu den Asservaten genommen. Das haben wir bis heute allerdings nicht abhören dürfen im Prozess. Vielleicht kommt das ja noch. Es hieß, die Beamten hätten nicht die erforderliche Ausbildung, um das... Grüne, neben Ströbele. Herr Wieland war der Obmann der Grünen. Es gibt auch noch richtige Grüne, aber nicht hier in Baden-Württemberg offenbar. Also jedenfalls 2006 waren diese Dinge und interessanterweise genau an dem Tag, als dieses Gegengutachten, da nageln Sie mich bitte nicht fest, in Auftrag gegeben oder vorgestellt wurde, genau an dem Tag, als es vorgestellt wurde, genau, wurde in Baden-Württemberg die Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter ermordet. Eine Ironie des Schicksals. Und ihr Streifenkollege schwer verletzt mit einem Kopfschuss. Der hat mit viel Glück überlebt. Jedenfalls stellt sich die Frage, hätten die Sicherheitsbehörden es nicht besser machen können? Hätten sie es nicht besser wissen können? Müssen. Oder müssen? Naja, es gab Hinweise. Scotland Yard zum Beispiel hat an die Kölner Ermittler einen Hinweis geschickt, die Tat in Köln, der Nagelbombenanschlag, trage die Handschrift
der britischen terroristischen Gruppierung Combat 18. Es handelt sich um den bewaffneten Flügel, den bewaffneten Arm der rechtsextremen Blood and Honor Bewegung bei Combat 18. Dieser Hinweis der Briten wurde von den Beamten mit Interesse aufgenommen und zu den Akten abgeheftet, denn der Täter David Copeland, der sitze ja in Haft, also kann das nicht gewesen sein. Ernsthaft. Das war ein Hinweis, den man vergeigt hatte, genauso wie die Hinweise aus der Bevölkerung. Aber tatsächlich hat die Kölner Staatsanwaltschaft nicht nur Geister beschwören lassen, man hatte ja dieses Video und hat dann dieses Video mal den bayerischen Ermittlern in Nürnberg bei einem dienstlichen Besuch übergeben und darauf hingewiesen. Das Video, das Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt beim Abstellen der Nagelbombe in Köln zeigt. Und interessanterweise gab es mehrere Zeugen, die Mundlos und Böhnhardt an den Tatorten gesehen hatten. Eine, also Dame aus Nürnberg etwa, Beate K., hatte Mundlos und Böhnhardt beim Mord an Yaşar gesehen. Mit den Fahrrädern. Ihr wurde dieses Video vorgespielt und sie sagte, das sind die Typen. Die hat die wiedererkannt. Sie meinte, sie ist sich hundertprozentig sicher. Dann meinte der Beamte, eine hundertprozentige Sicherheit gäbe es nicht auf dieser Welt. Machen wir ziemlich sicher draus im Protokoll. Und weil ziemlich sicher auch ein bisschen ziemlich sicher klingt, stand am Ende im Protokoll nur noch eine gewisse Ähnlichkeit könne nicht ausgeschlossen werden. Diese Spur wurde dann unter der Verantwortung des leitenden Staatsanwalts Dr. Kimmel, Oberstaatsanwalt Dr. Kimmel, der für diese Mordserie in Deutschland übrigens kompetenzwidrig verantwortlich war, rechte Hand des bayerischen Innenministers Beckstein, könnte man sagen damals, wurde in einem Aktenvermerk abgetan mit der Begründung, man dürfe Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Der Kölner Bombenanschlag sei ein Globalvorstoß gegen Türken. Das andere seien gezielte Einzelaktionen. Also dürfen wir diese Spur nicht weiterverfolgen. Interessant ist an dem Ganzen weiterhin, dass während die Bombe in Köln gezündet wurde, ein vertrauliches Dossier des Bundesamtes für Verfassungsschutz über mögliche Gefahren des Rechtsterrorismus im Druck befindlich war. Diese Broschüre wurde im Juli 2004 den Staatsschutzbehörden übermittelt vom Bundesamt für Verfassungsschutz. In dieser Broschüre, das BFV Spezial 21, heißt es, in Deutschland gäbe es keinen Rechtsterrorismus, aber es könne Kleinstgruppen geben, die nach dem Vorbild der britischen Combat 18-Terroristen vorgehen und den führerlosen Widerstand in die Tat umsetzen, also mit solchen gezielten Einzelaktionen, mit Nagelbombenanschlägen etc. Und im Personenteil dieses Dossiers, ungefähr Seite 16, stehen Personen, die für solche Taten in Frage kommen. Da heißt es die sogenannten Jenaer Bombenbauer. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe, die seien aber untergetaucht. Und seit sie untergetaucht seien, hätten sie keine Straftaten mehr begangen. Das heißt, in Köln beim Bundesamt für Verfassungsschutz wird dieses Dossier gedruckt, während in Köln die Nagelbombe hochgeht. Unter den entsprechenden Behörden in Köln gab es dann eine Lagemeldung, terroristischer Anschlag nach dem Bombenanschlag. Diese wurde dann auf Weisung von oben zunächst mal unterbunden. Man solle nicht mehr von terroristischem Anschlag sprechen. Am nächsten Tag stellte sich dann der damalige Bundesinnenminister Otto Schily vor die Fernsehkameras und sagte,
man hätte Erkenntnisse darüber, dass ein terroristischer oder ausländerfeindlicher Hintergrund auszuschließen sei und die Taten dem allgemein kriminellen Milieu zuzuordnen seien. Interessant war darüber hinaus, dass das Bundeskriminalamt damals dieses sogenannte, also das Video der Überwachungskameras auf seiner Seite, auf seiner Homepage, auf seiner Internetseite zeigte und die Zugriffe auf diese Seite gemessen wurden. Wer hatte am häufigsten zugegriffen? Und dann hatte man auch eine IP-Adresse identifiziert. Das war nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz. Also man wollte Verdächtige ausmachen über Zugriffe auf die Internetseite. Zu den damals sogenannten Dönermorden ist man ähnlich vorgegangen und hat die Zugriffe auf die Internetseite gemessen. 2007 hat dann die Staatsanwaltschaft in Bayern wieder eine IP-Adresse ausfindig gemacht. Da hat irgendeine IP-Adresse nachts immer wieder zugegriffen auf diese Seite mit den Dönermorden. Und man hat dann untersucht, wer steckt denn dahinter. Es war die Sächsische Staatskanzlei in Dresden, interessanterweise. Der Beschluss wurde dann nicht umgesetzt. Man konnte angeblich später nicht mehr verfolgen, wer hinter diesen Zugriffen steckte. Noch 2007 äußerte der Chefermittler, Herr Wolfgang Geier, der Chef dieser BAO Bosporus, gegenüber der Süddeutschen Zeitung: Wenn wir an die türkische Community herantreten und an die Angehörigen der Opfer herantreten, dann stoßen wir auf eine Mauer des Schweigens und dies belege, dass die Türken nicht in der Gesellschaft angekommen seien. Wolfgang Geier, derselbe Wolfgang Geier, äußerte später im Bundestagsuntersuchungsausschuss, er sei schon immer von einer rechtsextremen Tat ausgegangen, aber das durfte man so offen nicht ansprechen. Es wurde dann ihm ein Aktenvermerk vorgehalten, aus dem hervorging, dass man nach Rücksprache mit der Spitze des bayerischen Innenministeriums, also Günther Beckstein, vereinbart habe, den rechtsextremen Hintergrund im Rahmen einer Medienstrategie auszublenden. Man dürfe öffentlich nicht darüber reden, dass möglicherweise Rechtsextreme durch die Republik ziehen und türkische Unternehmer abknallen. Denn die Begründung, dies könne zu einer Hysterie in der türkischen Bevölkerung führen, hat Wolfgang Geier dort wörtlich gesagt. Das heißt, man hat lieber in Kauf genommen, dass die Mordserie weiter fortgesetzt wird von Neonazis, als die Opfer zu warnen, als die Opfer mit den richtigen Hinweisen oder potenzielle Opfer mit den richtigen Hinweisen zu versorgen und im Rahmen einer massiven Öffentlichkeitsfahndung, wie damals die Profiler vorgeschlagen hatten, den Tätern auf die Spur zu kommen. Es wurde darüber spekuliert, damals soll auch Wolfgang Schäuble an den Gesprächen beteiligt gewesen sein, hieß es im Bundestagsausschuss, dass möglicherweise das Sommermärchen 2006 hierbei eine Rolle gespielt habe. Das hätte nämlich möglicherweise dem Ansehen der Bundesrepublik geschadet, wenn dort rechtsextreme Terrorzellen in Deutschland bekannt würden. Und damals, die wenigsten von euch werden sich wahrscheinlich noch erinnern, gab es eine Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und der Bundesregierung. Die US-Regierung hatte nämlich eine Reisewarnung für nicht weiße amerikanische Staatsangehörige ausgesprochen für die neuen Bundesländer, weil diese möglicherweise dort zum Ziel rassistischer Übergriffe werden könnten. Jedenfalls, diese operative Fallanalyse, die wurde auch passenderweise Einzeltätertheorie genannt. Das war nicht der Vorschlag der Profiler. Das heißt, es könne nur eine Organisation gewesen sein anfangs und später sagte man, also die Rechtsextremisten-Theorie hieß Einzeltätertheorie. Da fragte nochmal dieser Herr Wolfgang Wieland,
den entsprechenden Beamten. Gibt es in Bayern ein besonderes Landrecht, wonach rechtsextreme Mörder nur Einzeltäter sein können? Und heute wissen wir ja beim Oktoberfest-Attentat, dass die Einzeltäter-Hypothese sehr fraglich ist. Die Beamten wussten damals, dass es sich um mindestens zwei Täter handeln müsse. Und wie gesagt, es ist viel Gras über die Sache gewachsen, bis eben möglicherweise Kommissar Zufall dann 2011 diese ganzen Vorgänge aufgedeckt hatte. Ich habe dann später erfahren müssen, ich war ja zwischenzeitlich mit der Sache betraut, dass offenbar massiv gegen mich ermittelt worden ist in der Zwischenzeit. Und ich hatte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse über mich ergehen lassen, gegen meine Kanzlei, meine Person, meine Privatwohnung und meinen PKW. Aber ich habe gar kein Auto. Ich hatte noch nie ein Auto. Interessanterweise gab es sogar einen Durchsuchungsbeschluss gegen meinen PKW. Das ist deshalb besonders spannend, weil gegen den PKW von Uwe Böhnhardt nach dem Sprengstofffund ausdrücklich kein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde damals. Der konnte mit seinem Auto davonfahren, nachdem man 1,4 Kilogramm hochexplosives TNT in der Garage in Jena gefunden hatte. Das sei rechtlich nicht so einfach möglich. Und ja, und ich würde vorschlagen, also das so viel als kleine Einführung. Jetzt würde ich einfach vorschlagen, dass Sie aus dem Publikum einfach Fragen stellen und ich würde auf die Komplexe eingehen, egal um welchen Mord es sich handelt, um welches Bundesland, um Verstrickungen des Verfassungsschutzes, was auch immer aus Ihrer Sicht relevant sein kann. Ich kann vielleicht vorweg kurz ein bisschen zum Verfassungsschutz erzählen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte ja dieses vertrauliche Dossier veröffentlicht 2004. Am selben Tag dieses Nagelbombenanschlags hat der Leiter der Abteilung Beschaffung im Bundesamt für Verfassungsschutz außerhalb der Dienstzeit mehrfach im polizeilichen Lagezentrum angerufen und wollte dringend verbunden werden mit seinem Konterpart beim Landesamt für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen. Der Mann war zuständig für V-Personen im rechtsextremen Bereich. Was dort unter den beiden Kollegen besprochen wurde, konnten wir nicht klären, weil die Beamten vernehmungsunfähig krank geworden sind und im Bundestagsausschuss nicht mehr vernommen werden konnten. Einer konnte dann später vernommen werden, hat sich aber an nichts erinnert. Dann wurde 2011, als der Generalbundesanwalt das Verfahren an sich gezogen hatte, in Köln die sogenannte Operation Konfetti durchgeführt, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das heißt, beim Bundesamt für Verfassungsschutz wurden massiv Akten geschreddert zum Thüringer Heimatschutz, zum Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds, zur sogenannten Operation Rennsteig, eine gemeinsame Operation von militärischem Abschirmdienst, Bundesamt für Verfassungsschutz, Thüringer Landesamt und Bayerischem Landesamt. Und diese Aktenschredder-Operation wurde dann später als unglückliche Panne bezeichnet. Man konnte allerdings herausarbeiten, dass es sich keineswegs um eine Panne handelte. Ein nicht zuständiger Referatsleiter hatte seine Mitarbeiterin angewiesen, explizit diese Akten zu vernichten. Die Mitarbeiterin sollte im Bundestagsausschuss vernommen werden und, oh Zufall, sie wurde vernehmungsunfähig krank. Die Mitarbeiterin ist dann spontan genesen, als Bundestagsabgeordnete bei ihr am Krankenbett erschienen. Und die hat dann berichtet, sie wurde gezwungen von ihrem Vorgesetzten, exakt diese Akten zu vernichten. Die Vernichtung wurde rückdatiert. Der Vorgesetzte hat sich dann nochmal erkundigt, ob diese Akten auch wirklich vernichtet sind. Nachdem er sich versichert hatte, dass diese Akten vernichtet worden seien, hat er dann seine Mitarbeiter gerügt, ja, wie könnt ihr nur diese Akten vernichten? Und also der Beamte, gegen den unter anderem ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, nachdem alles öffentlich wurde, war später noch lange Zeit an den Ermittlungen zum NSU beteiligt, wie viele andere Beamte auch, die damals sich mit Ruhm bekleckert hatten.
Dieser Staatsanwalt Dr. Kimmel, von dem ich erzählt hatte, ist jetzt etwa zur Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg befördert worden. Und viele Ermittler waren bis zuletzt an diesen aktuellen Ermittlungen beteiligt. Das heißt, dienstliche Konsequenzen oder strafrechtliche Konsequenzen, etwa wegen Strafvereitelung, also müssen wir überhaupt nicht erst andenken. Entsprechende Fragen können Sie sich daher schenken, aber zu allem anderen können Sie sehr gerne fragen. Bitte. Also jetzt rein spekulativ, aber was meinen Sie, woran es liegt, dass damit so umgegangen wird? Dass, bitte? Dass alles so verschleiert wird und dass da keine Konsequenzen folgen? Naja, da müsste ich spekulieren. Ich spekuliere nur sehr ungern, aber ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen. Ich bin ja viel mit Recherchen unterwegs im gesamten Bundesgebiet, auch insbesondere in Ostdeutschland. Ich war, wie gesagt, in vielen Sitzungen von Untersuchungsausschüssen und ich habe mal also einen hochrangigen Verfassungsschutzbeamten kennengelernt aus einem anderen Bundesland und der hat mir gesagt, er sei stinksauer, man hätte die Mörder, wenn man gewollt hätte, in 3 bis 4 Tagen fassen können. Und ich war ein bisschen verdutzt und meinte, was wollen Sie damit sagen? Und der Herr sagte, der Fisch stinkt vom Kopfe her, sei ein deutsches Sprichwort. Und warum man so mit diesen Dingen umgeht, also viele Fehler wurden mit Sicherheit gemacht. Es wurde manchmal mehr als also geschlampt offenbar. Und offenbar fürchten sich viele vor dienstlichen Konsequenzen, vor strafrechtlichen Konsequenzen. Aber wenn diese systematischen Vertuschungen nicht von ganz oben Rückendeckung erhielten, ich rede vom Kanzleramt, ich rede vom Kopf des Fisches, wenn diese Rückendeckung nicht bestünde, dann könnte man so nicht handeln. Der Generalbundesanwalt, von dem man meinen könnte, er sei die oberste Strafverfolgungsbehörde des Landes, der endlich dieses Verfahren an sich gezogen hat, das dachte ich damals. Der Generalbundesanwalt tut alles, um die Verstrickungen von V-Leuten in diesem Verfahren zu verschleiern, stellt sich unseren Anträgen entgegen, sabotiert unsere Anträge. Ich hatte zum Beispiel im Frühjahr 2014 in einem ZDF-Beitrag im Rahmen einer Dokumentation gesagt, dass vieles dafür spreche, dass an der Ermordung der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter mehr als nur 2 Personen beteiligt gewesen seien. Die Spurenlage spricht eindeutig dafür. Und viele Beamte sind auch davon überzeugt, auch wenn diese Beamten ihre Überzeugungen nach und nach auf dienstlichen und politischen Druck hin ändern. Der Generalbundesanwalt hat damals am Oberlandesgericht mehrere Journalisten namhafter Zeitungen in den Presseraum gerufen und hat dort ein vertrauliches Hintergrundgespräch geführt. Dort wurde gegen die ZDF-Journalisten gehetzt. Diese seien unseriös, die eine solche Berichterstattung zu verantworten hätten und ich sei außerdem unseriös, weil ich derartige Dinge ausspreche. Das heißt, ich wurde massiv angegriffen und die entsprechenden Investigativjournalisten auch. Und nur durch einen Zufall ist dann dieses Hintergrundgespräch nach außen durchgesickert, weil mehrere der Journalisten dort mich persönlich kannten, auch die entsprechende Faktenlage. Die haben das dann nicht für sich behalten, was dort drin besprochen wurde. Ich habe die aber gebeten, die Vertraulichkeitszusage nicht offen zu brechen, weil mir daran gelegen ist, dass die Personen weiterhin in solche vertraulichen Hintergrundgespräche gelangen. Aber der Generalbundesanwalt versucht, die Ermittlungen ganz gezielt zu sabotieren. Wir haben in München etwa 5 Angeklagte. Wir haben aber darüber hinaus 9 weitere Beschuldigte in diesem Strafverfahren, die bis heute nicht angeklagt worden sind. Und unter diesen Beschuldigten sind auch V-Leute unterschiedlicher Sicherheitsbehörden, sogenannter Sicherheitsbehörden. Und wir bekommen die Akten zu diesen Verfahren nicht. Wir erhalten keinerlei Informationen zu diesen zusätzlichen Verfahren. Das heißt, das Verfahren wurde künstlich aufgetrennt, um zu verhindern, dass mehr über
dieses terroristische Netzwerk und seine Machenschaften ans Tageslicht kommt und insbesondere über die Verstrickungen unterschiedlicher V-Leute. Und wir haben es im Gericht vor dem Oberlandesgericht München trotzdem mit Mühe und Not geschafft, zahlreiche V-Leute und deren V-Mannführer als Zeugen zu hören. Und wir werden in diesem Sinne auch weiterkämpfen. Und ich bin mir sicher, dass wir sehr bald auch die Resultate ernten werden und dass diese sogenannte Einzeltäter-Theorie, die nennt man mittlerweile in der Anklageschrift anders. Da heißt es, der NSU sei zu keinem Zeitpunkt ein Netzwerk gewesen. Er bezeichnet sich ja in seinem Bekennervideo selbst als Netzwerk, sondern eine singuläre Vereinigung von drei Personen. Und zwei davon seien tot und nur noch Beate Zschäpien ist übrig. Ich war mal in Karlsruhe, ich habe dort mit einer Vertreterin der Bundesanwaltschaft diskutiert, weil ich bestimmte Akten haben wollte. Und sie meinte, ich soll mich nicht so anstellen, wir haben doch schon unsere Täter, wir haben doch unsere Angeklagten. Und ich meinte, ja, zwei sind tot und die eine hält die Klappe, was ist mit den anderen? Wann klagen Sie eigentlich Thomas Starke an? Wann klagen Sie eigentlich Jan Werner an? Ups, eisernes Schweigen. V-Leute klagt man offenbar nicht an. Und wir werden manchmal von Seiten der Bundesanwaltschaft, das war jetzt vor 2 Wochen ungefähr, wurden wir konfrontiert mit dem Vorwurf, wir müssten uns an das Gesetz halten. Das täten wir nicht. In Deutschland gelte immer noch das Gesetz, hat Herr Dr. Diemer von der Bundesanwaltschaft mir gegenüber geäußert. Und wir dürften hier nur die angeklagten Taten behandeln. Ich habe entgegnet, Herr Dr. Diemer, auch Sie müssen sich an das Gesetz halten, und zwar an den Legalitätsgrundsatz. Das bedeutet für die Nichtjuristen unter Ihnen, dass Straftaten verfolgt werden müssen durch die Sicherheitsbehörden und die Staatsanwaltschaft. Und zwar auch, wenn Rechtsterroristen Straftaten begehen und unabhängig davon, ob V-Leute in solche Straftaten verwickelt sind oder nicht. Und wir sind dabei, in diesem Sinne weiterzuarbeiten. Ich kann Ihnen zu den V-Leuten im NSU-Umfeld vielleicht aus Baden-Württemberg ein Beispiel nennen, das für euch hier in Baden-Württemberg nochmal spannend sein könnte. Es kam ja im Zuge der Ermittlungen an die Öffentlichkeit, dass Beamte aus der Einheit und dem Umfeld der ermordeten Beamtin Kiesewetter einer rechtsextremen Vereinigung, dem sogenannten Ku Klux Klan, angehörten. Chef dieser Vereinigung ist ein Herr Achim Schmidt, ein gewalttätiger Rechtsextremist, der gleichzeitig als Spitzel für das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg tätig war. Der hat sich jetzt zwischenzeitlich in die USA abgesetzt, so wie viele V-Leute aus dem NSU-Umfeld sich ins Ausland abgesetzt haben, interessanterweise. Wir wissen aber, wo die stecken und wir wissen auch, was die machen. Und die holen wir uns alle noch. Eine kleine Ankündigung. Aber Herr Achim Schmidt, der diesen Ku Klux Klan leitete, dem auch Polizeibeamte aus Michel Kiesewetters Einheit angehörten, tauchte in einer Akte des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz im Rahmen der sogenannten Operation Terzett auf. Die Operation Terzett war die Fahndung des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz nach dem NSU-Trio. Dort war eine Liste von Kontaktpersonen aufgeführt in der Akte, die durfte ich einsehen. Und da steht interessanterweise neben zahlreichen Namen aus Chemnitz und Umgebung ein Name aus Schwäbisch Hall, nämlich Achim Schmidt, ein V-Mann des Baden-Württembergischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Und zwar ausgerechnet der V-Mann, der den Ku Klux Klan führte, also dessen Mitglieder, also ein Mitglied dieses Ku Klux Klans, war Gruppenführer der ermordeten Polizeibeamtin Michel Kiesewetter, Herr Timo Hess war das. Also das ist schon ein bisschen zu viel des Zufalls. Es gibt noch weitere Zufälle in diesem Umfeld. Ein weiterer V-Mann aus diesem Umfeld ist zum Beispiel kürzlich hier in Baden-Württemberg verstorben, Herr Roland Sokol. Der hatte auch engste Kontakte zum NSU-Umfeld, ist mehrfach im Rahmen der SOKO-REX mit rechtsextremen Straftaten ausgerechnet in Thüringen aufgefallen. An dem waren wir seit circa einem Jahr dran.
Herr Roland Sokol war mehrfach bei Veranstaltungen mit Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, mit Uwe Böhnhardt, hatte Kontakte zu diesem Ku Klux Klan hier und an seinen Neonazi-Musikvertrieb wurde dann später auch diese sogenannte Bekenner-DVD des NSU geschickt. Der ist aber mittlerweile auch tot, kann also auch nicht mehr reden. Ein weiterer V-Mann, nämlich des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Richter, Corelli, der auch NSU-Kontakte hatte, auf der Adressliste des NSU namentlich aufgeführt war und Uwe Mundlos wohl bei der Bundeswehr kennengelernt hatte. Thomas Richter oder Corelli ist auch verstorben, und zwar 2013 im Frühjahr an einer unerkannten Diabetes im hohen Alter von 39. Kann also leider auch nicht mehr sprechen. Und entsprechend Thomas Starke, der Sprengstoffbeschaffer, Beate Zschäpes Liebhaber, die Person, die den Unterschlupf des Trios in Chemnitz organisierte, war 12 Jahre als V-Mann tätig für das Berliner Landeskriminalamt, ist ein Mitbeschuldigter. Der Generalbundesanwalt hatte diesen damals im Zusammenhang mit dem Lanzer-Verfahren an den Berliner Staatsschutz vermittelt und empfohlen. Derselbe Generalbundesanwalt, der jetzt für die Aufklärung hier zuständig ist. Und vielleicht noch eine interessante Begebenheit, für die auch der Generalbundesanwalt verantwortlich ist. Als die drei in Jena untertauchten, 1998, waren Beamte des Bundeskriminalamts im Auftrag des Generalbundesanwalts vor Ort. Man hatte in der Garage mehrere Gegenstände gefunden. Neben dem Sprengstoff hatte man Dokumente gefunden, Adresslisten, unterschiedliche Telefonverzeichnisse etc. Und eine, also Adressliste, die sogenannte Garagenliste, die fast alle Kontaktpersonen an allen Tatorten aufführte, auch in Baden-Württemberg übrigens, und die exakt die Personen aufführte, bei denen das Trio untertauchte, hat damals ein Beamter des Bundeskriminalamts mit dem Aktenvermerk, diese sei nicht für die Fahndung relevant, nicht der Zielfahndung zur Verfügung gestellt und beiseite geschafft. Und die Zielfahnder in Thüringen haben diese Adressliste tatsächlich erst 12 Jahre später, nämlich im Bundestagsuntersuchungsausschuss, zu Gesicht bekommen. Das heißt, man hatte sogar die Adressen, wo diese Leute untergetaucht waren. Also es sind halt ein paar Zufälle, die ja ein bisschen auffällig sind. Bitte, also weitere Fragen. Ich habe der Florian H. gesprochen. Können Sie da auch was dazu sagen? Oder ja, kann ich. Kann ich, selbstverständlich. Florian Heilig, ich kann auch den Namen aussprechen. Ich bin ja selbst von der Familie des Florian Heilig mandatiert. Und Florian Heilig hatte wohl, bevor der NSU bekannt wurde, in seinem Umfeld berichtet, er wisse, wer die Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter ermordet habe. Unterschiedliche Zeugen, nämlich seine Freundinnen, sagen, er hätte von einem NSU gesprochen, und zwar schon im Frühjahr oder Sommer 2011, noch lange bevor diese Struktur aufgeflogen war. Florian Heilig sollte dann nachvernommen werden und ist dann am Tag seiner Vernehmung in Stuttgart in den Cannstatter Wasen in seinem PKW verbrannt. Über die Hintergründe, warum, also er soll sich, hieß es damals, interessanterweise, er soll sich, teilte ein Beamter namens Jörg Bartsch den Eltern von Florian mit, er soll sich wegen schlechter Zensuren in der Schule das Leben genommen haben. Er hatte aber überhaupt keine schlechten Zensuren, er hatte sogar sehr gute Zensuren. Als die Eltern den Beamten darauf hinwiesen, meinte derselbe Beamte Jörg Bartsch, nee, dann war es wohl wegen Liebeskummer. Er hatte aber auch keinen Liebeskummer, er war das, was man als einen Womanizer bezeichnen würde, ein gut aussehender junger Mann, der sich von der Szene auch abgewandt hatte zwischenzeitlich und also mehrere Freundinnen parallel hatte. Es gibt Schlimmeres, aber für also manche offenbar nicht.
Also Liebeskummer kann auch nicht der Grund für einen Selbstmord gewesen sein. Mir ist beim Aktenstudium damals aufgefallen, also der Name dieses Beamten, der die Todesnachricht überbracht hatte, Jörg Bartsch. Jörg Bartsch war ein Polizeibeamter, der Kontakte zu eben diesem Ku Klux Klan unterhalten hatte. Sein Bruder Steffen Bartsch war Sicherheitschef bei den European White Knights of the Ku Klux Klan und er selbst saß unter anderem mit Führungsspitzen dieses Ku Klux Klans auf der Veranda. Man kannte sich, man stellte sich einander vor und hat eben möglicherweise dort auch eine Rolle gespielt. Also da gibt es zahlreiche Merkwürdigkeiten, die aber bis jetzt noch nicht aufgeklärt sind, aber auch daran wird gearbeitet. Sie können gerne präziser fragen, wenn Sie es präziser wissen möchten. Also der Mord an Michel Kiesewetter, der hat schon was damit zu tun, vermutlich. Womit? Mit den NSU-Morden. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit hat der Mord an Michel Kiesewetter mit dem NSU zu tun und mit den NSU-Morden. Aber wir können genauso sicher davon ausgehen, dass bei der Ermordung eben nicht nur Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt am Tatort anwesend waren, sondern mehrere weitere Personen. Und wenn man dies allein ausspricht, obwohl die Faktenlage so eindeutig ist, dann bekommt man großen Ärger mit den Sicherheitsbehörden, mit der Politik in Baden-Württemberg und dem Generalbundesanwalt, weil das eben dieser abgeschotteten Zelle von drei Personen, dieser singulären Vereinigung, dieser Einzeltäter Hypothese widerspräche. Das würde nämlich bedeuten, dass nach wie vor Personen auf freiem Fuß sind, die mit dem NSU zusammen Morde begangen haben. Wir hatten vor einigen Wochen in München einen Zeugen, der beinahe selbst Mordopfer des NSU geworden wäre. Ein junger Mann aus Chemnitz war nämlich den Räubern, die eine Edeka-Filiale überfallen hatten und die Kasse mitgenommen hatten, hinterhergeeilt. Und hierbei wurde auf ihn geschossen und eine Kugel verfehlte ganz knapp seinen Kopf. Dieser junge Mann, Herr Falko K., war damals 16 Jahre alt. Die Akten zu diesem Vorgang wurden versehentlich natürlich geschreddert, kurz nach der Tat, rechtswidrigerweise. Es gibt keinerlei Rechtsgrundlage, die Akten bei einem schweren Raub, geschweige denn bei einem versuchten Mord, so schnell zu schreddern. Jetzt wurde der Mann viele Jahre später ausfindig gemacht, hat bei uns in München ausgesagt und hat sich der Nebenklage angeschlossen. Und er hat ausgesagt, dass an dem Raubüberfall drei männliche Personen beteiligt gewesen seien. Und einer davon passt überhaupt nicht auf die Beschreibung von Mundlos und Bönhardt. Der soll nämlich ganz groß und kräftig gewesen sein. Und die Uwes wurden eher als Spargeltarzan bezeichnet von mehreren Zeugen. Also allein, dass ein dritter Mann dort auch tätig gewesen sei, würde dieses Konzept stören. Und deswegen können wir davon ausgehen, es laufen Täter frei herum. Diese Täter sollen aus welchen Gründen auch immer nicht gefasst werden. Und wir wissen, wir haben Beschuldigte, die sind V-Leute. Die waren in staatlichen Diensten. Und wir wissen, es gibt Verdächtige, die nicht offiziell im Beschuldigtenstatus stehen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit auch mit den Taten zu tun hatten. Da möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen aus Zwickau. In Zwickau gibt es einen Neonazi, der heißt Ralf Marschner, Ralf Manole Marschner. Man kennt ihn zwischenzeitlich in der Öffentlichkeit auch unter dem Decknamen Primus, der war nämlich Spitzel für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der hatte einen Neonazi-Laden in Zwickau und in diesem Laden sollen nach Zeugenangaben in der Vergangenheit Personen verkehrt sein, unter anderem Beate Zschäpe. Er selbst bestreitet das natürlich. Allerdings gibt es, was diesen V-Mann betrifft, eine weitere Besonderheit. Er hat gemeinsam mit einem anderen Herrn, einem Herrn Jens Gützold, zwei Kastenwägen angemietet und laut Mietverträgen
sei er mit diesen Kastenwegen zufälligerweise, genau als in München Herr Habil Kılıç ermordet wurde und in Nürnberg Herr Abdurrahim Özedoğru ermordet wurde, jeweils nach München bzw. nach Nürnberg gefahren. Sein Beifahrer, sein dort eingetragener Beifahrer Jens Gützold, ich war bei ihm vor einigen Wochen in Zwickau, wohnt Luftlinie 10 Meter von der Unterkunft des NSU-Trios. Ich war dort in seiner Wohnung. Ich habe ihn dort um 9:30 in der Nacht aufgesucht und habe einfach mal in der Tür geklingelt, um mit ihm zu sprechen. Der Generalbundesanwalt will es ja nicht tun. Und ich habe dort einige Sachen rausbekommen, sagen wir mal so viel fürs Erste. Natürlich erinnert sich keiner an irgendwas, aber dass ein V-Mann, ein professioneller Spitzel, mit jemandem, der 10 Meter Luftlinie von Mundlos Bönhard Czepe wohnt, 7 Jahre lang, und dann zufällig an den Tatorten Mietwegen, Kastenwegen anmietet, in die Fahrräder wunderbar hineinpassen und zufällig an den Tatorten war. Angeblich soll er dort Baustellen gehabt haben. Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis, das habe ich überprüft, die Baustellen gab es gar nicht. Soweit hat aber das Bundeskriminalamt bisher nicht recherchiert. Ralf Marschner befindet sich derzeit in der Schweiz, dieser V-Mann, gilt als sehr gewalttätig und sein Partner Jens Gützold wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange zu leben haben. So viel kann ich schon mal verraten. Ich habe ihn gefragt, ob er Diabetes habe. Er meinte, nein, er hat nur eine Leberzirrhose. Sie leben ganz schön gefährlich. Nein, V-Leute leben ganz schön gefährlich. So mutig, wie Sie sind. Bitte. Ja, ich habe zwei Fragen. Einmal zu dem Mord in Heilbronn. Da steht ja immer diese Nierenschutzstaffel auch irgendwie im Raum, aber so genau ist es da auch nicht bekannt. Ja. Ob du da mehr sein könntest. Und auf der Garagenliste stand auch eine aus Ludwigsburg. Ich habe den Namen ja leider vergessen. Es standen drei Personen tatsächlich, genau. Bei dem einen, der jetzt schon verstorben ist an seiner Sauferei. Der Ellinger, genau, das war Herr Michael Ellinger, der ist 2003 an seiner Sauferei verstorben. Ein anderer ist der sogenannte Waffenschmidt, das ist der Hans-Joachim Schmidt gewesen, der war damals einer der besonders radikalen Neonazis in Baden-Württemberg, ein Waffennarr, und war die Person, von der Uwe Mundlos schwärmte, die Spätzles hätten einen ganzen Waffenladen oder eine ganze Waffenkammer. Und dessen damalige Freundin, wird Uschi genannt in der Szene, heißt Barbara Eichelbaum, unterhält bis heute intensivste Kontakte in die sächsische Neonazi-Szene, die aus Blood and Honor hervorgegangen ist, also zu den Personen, die damals das NSU-Trio quasi in Sachsen mit Waffen versorgt haben, mit Geld versorgt haben, mit Unterschlupf versorgt haben. Und diese Personen leben hier immer noch völlig unbehelligt. Das Interessante ist, dass ich zu diesen Personen weitere Erkenntnisse habe. Die Erkenntnisse sind an einem sicheren Ort und werden auch in absehbarer Zeit in einem Beweisantrag vor dem Oberlandesgericht dann zu Wort kommen. Wenn man Informationen zu frühzeitig herausgibt, ich kann manche Informationen so gerne, ich würde nicht frühzeitig mit der Öffentlichkeit teilen, weil ich nicht weiß, wer hier alles sitzt und wo die Tonbänder landen. Also da bitte ich um Nachsicht, alles wird rauskommen. Das heißt, wir sind angetreten, um aufzuklären. Ich bin Überzeugungstäter, deswegen bin ich auch heute hier. Und wir werden diese Informationen mit der Öffentlichkeit teilen, wenn die Zeit reif ist. Wenn wir zu früh mit Informationen so herausrücken, wenn Informationen durchsickern, haben wir oft erlebt, dass uns Zeugen plötzlich verschwunden sind, dass Zeugen plötzlich nicht mehr dort waren, wo wir sie ursprünglich aufsuchen wollten. Wir hatten Termine vereinbart mit Personen, die dann plötzlich verstorben sind auch und weg waren. Und aber auch um diese Personen wird sich gekümmert, da können Sie sicher sein. Bitte. Waren Sie am 3. Mai, einen Montag, in Heilbronn, auf der Richtlinienwiese? Ich?
am 3. Mai. Wunder. Ich war öfter in Heilbronn auf der Theresienwiese. Also es gibt Hinweise, dass ich der Dönermörder sei. Vielleicht wurde ich auf Phantombildern erkannt, aber wenn Sie mir die Frage erläutern, ich war sehr oft auf der Theresienwiese. Ich habe mir die Tatorte alle im Detail angesehen. Ich habe manchmal ganze Tage an Tatorten verbracht, habe mit Zeugen gesprochen, habe versucht, mir selbst Lagepläne zu machen, etc. Also wenn Sie also weiter nachfragen würden. Da war eine Tatortbesichtigung. Ach so, ja, mit dem Untersuchungsausschuss. Ja, ich habe diese Tatortbesichtigung nur aus der Presse vernommen und diese Tatortbesichtigung war für mich leider, wie soll ich sagen, das war eine ja, sehr skurrile Angelegenheit, wenn das der 3. Mai war, ja. Ich war an dem Tag nicht in Heilbronn. Ich hätte einen Teufel getan, an dem Tag in Heilbronn zu sein. Ich war wahrscheinlich vor dem Oberlandesgericht in München und habe dort gearbeitet, aber ich habe in der Presse vernommen. Dort hat der Untersuchungsausschuss des Landes Baden-Württemberg wohl einen der maßgeblichen Ermittler im Fall Michel Kiesewetter, Herrn Mögelin, zu einer Tatortbesichtigung mitgenommen, gemeinsam mit einem gewaltigen Pressepulk. Man hat sich den Tatort gemeinsam angesehen und Herr Mögelin hat entgegen seiner früheren Annahmen, entgegen seiner früheren Aussagen gemeint, diese Tatortbesichtigung belege eindeutig, dass die Täter nur Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sein können. Daraufhin haben sich einige Abgeordnete auch nicht erblödet zu äußern. Hätten die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sich einfach mal den Tatort angesehen, er meinte Clemens Binninger insbesondere von der Union, das war ein Seitenhieb gegen Herrn Binninger, und gegen Dorothea Marx vom Thüringer Ausschuss, also diejenigen, die sich wirklich um die Aufklärung verdient gemacht haben, dann hätten die auch gewusst, dass die Täter nur Mundlos und Böhnhardt sein können. Ich kann dazu nur sagen, ich weiß, dass Herr Binninger, er ist ja Unionsmitglied und deswegen sage ich, ich habe tausendmal mehr Respekt vor einem Unionsabgeordneten, der anständig seine Arbeit macht, als vor irgendwelchen Leuten, die scheinbar sagen, sie seien grün oder liberal oder Sozialdemokraten und trotzdem eben sich anbiedern bei bestimmten, also anderen Leuten. Also Herr Binninger ist ja auch eher Vertreter der Hypothese, dass nicht alle Fragen geklärt sind. Diese Abgeordneten meinten, hätten diese Abgeordneten von Bundestag und anderen Landtagen sich den Tatort nur angesehen, dann wüssten die jetzt schon alles. Das war eine billige mediale Inszenierung, die eigentlich das letzte Quäntchen Vertrauen in diesen Untersuchungsausschuss zerstört hat. Und ich hatte von Anfang an in diesen Untersuchungsausschuss kein Vertrauen. Ich kann Ihnen noch erzählen, warum. Übrigens, nur nebenbei. Bitte. Ich war sowohl in Heilbronn dabei bei dieser Regierung. Mhm. Da komme ich gerade aus dem Untersuchungsausschuss. Bitte. Also das, was Sie gerade berichtet haben, muss wohl eine Namensverwechslung sein. Also das Untersuchungsausschussmitglied, das diese Äußerung gemacht hat, das war der Herr Sacchelario. Genau, das war Herr Sacchelario, genau. Nee. Über Binninger. Binninger ist der Bundestagsabgeordnete, der im Bundestagsabschuss der Unionsobmann war und der eben zu Heilbronn sehr viele kritische Fragen hat. Herr Sacchelario ist derjenige, der meinte, wären diese Abgeordneten doch nur in Heilbronn gewesen, wüssten sie es jetzt besser. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ein Abgeordneter aus Baden-Württemberg nicht die paar Kilometer nach Heilbronn auf sich nehmen kann vorher, um sich mal ein Bild vom Tatort zu machen. Ich weiß, dass Herr Binninger mehrfach sich den Tatort auch selbst angesehen hat, dass er selbst ein hervorragender Kriminalist ist und dass er es ernst meint, im Unterschied zu einem Herrn Sacchelario zum Beispiel. Aber um jetzt wieder die parteiliche Balance herzustellen, in diesem Untersuchungsausschuss findet sich zum Beispiel ein Herr Doktor, Ex-Doktor, Matthias Prüfrock, der sich seinen Doktortitel offenbar erschlichen hat, Mitglied in der Enquete-Kommission war, das heißt eine Scheinaufklärungskommission, die einen Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg verhindern sollte. Und selbst diese Enquete-Kommission war etwa für Herrn Prüfrock
schon zu viel des Guten. Er meinte vor dem Landtag in Baden-Württemberg, man solle doch besser eine Kommission einsetzen, die nicht nur diese NSU-Morde, das sei ja alles übertrieben, untersuche, sondern man könne ja auch Linksextremismus und Islamismus in dieser Kommission untersuchen. Also das war ein Antrag der CDU, genau. Von Prüfrock, sondern der gesamten CDU-Fraktion. Genau, aber Herr Prüfrock hat das zum Beispiel nach außen vertreten, genau. Persönlich, und sitzt jetzt in dieser Kommission. Also zu den anderen könnte man einiges sagen, muss man nicht an dieser Stelle. Da gibt es sicher spannendere Fragen, aber ich kann Ihnen sagen, dass also leider der Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg derjenige ist, der nahezu durch die Bank problematisch besetzt ist. Und ich glaube nicht, dass ein Politiker von heute auf morgen vom Saulus zum Paulus wird. Dass ein Politiker heute sagt, es ist alles aufgeklärt, da muss nichts gemacht werden, da soll kein Ausschuss entstehen und am nächsten Tag ausgerechnet in diesem Ausschuss sitzt. Das gilt fast ausnahmslos für die Mitglieder dieses Ausschusses. Also da habe ich erhebliche Zweifel. Und für diesen Untersuchungsausschuss arbeitet zum Beispiel ein Herrn Dr. Matthias Fahner. Der Name wird Ihnen nichts sagen. Er ist Referent des Vorsitzenden. Matthias Fahner kenne ich noch aus dem Bundestag. Ich hatte mal ein persönliches Gespräch mit dem Vertreter des Bundesinnenministeriums in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestags. Und viele Vertreter der Exekutive haben im Bundestag versucht, die Aufklärung durch die Abgeordneten zu verhindern, zu untergraben, zu unterminieren. Es wurden Akten zurückgehalten, es wurden Zeugen zurückgehalten. Aber ein Bundesland hat sich ganz besonders hervorgetan. Und das war ausgerechnet Baden-Württemberg. Und verantwortlich, genau, und verantwortlich für das Land Baden-Württemberg im Bundestagsuntersuchungsausschuss für die Exekutive, als Vertreter der Exekutive, war genau dieser Dr. Matthias Fahner. Das heißt, derjenige, der die Aufklärung im Bundestag am massivsten behindert hat, ist heute hier in Baden-Württemberg der persönliche Referent und Stratege und Mitarbeiter des Vorsitzenden Drexler. Matthias Fahner war nicht nur im Bundestag für die Blockade der Aufklärung zuständig. Herr Dr. Matthias Fahner war auch Mitarbeiter der sogenannten Bund-Länder-Expertenkommission. Das wird vielen von Ihnen nichts mehr sagen, nehme ich an. Ich kann Ihnen ganz kurz schildern, worum es sich dabei handelt. Es handelt sich um die Enquete-Kommission 0.5, könnte man sagen. Als nämlich nach dem Bekanntwerden des NSU im Bundestag darüber gesprochen wurde, man brauche einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, haben Vertreter der Innenministerien und des Kanzleramts vorgeschlagen, nein, wir brauchen keinen Untersuchungsausschuss. Wir machen eine Bund-Länder-Expertenkommission. Da sitzen einige Vertreter der Exekutive drin. Die kennen sich ja gut aus mit allem, was sie angestellt haben. Und wenn wir diese Bund-Länder-Expertenkommission haben, dann kann man sich die Mühe sparen und einen Bundestagsuntersuchungsausschuss verhindern. Das ist dann leider nicht aufgegangen. Ich bin in den Wochen und Monaten, nebenbei wurde meine Kanzlei durchsucht, mit meinen Mandanten Klingelputzen gewesen bei mehreren Abgeordneten des Deutschen Bundestags und wir haben auf Knien gebettelt, setzt einen Untersuchungsausschuss ein im Bundestag. Am Ende ist es gelungen. Das sind alles Dinge, die im Hintergrund geschehen sind, aber diese Bund-Länder-Expertenkommission ist genauso wenig geeignet, um aufzuklären, wie diese Enquete-Kommission hier in Baden-Württemberg. Und Matthias Fahner war eben dort auch einer der Strippenzieher. Und jetzt hat man sich in Baden-Württemberg gedacht, die EG-Umfeld, das heißt die Polizei untersucht sich selbst, wir machen den Bock zum Gärtner, hat nicht funktioniert, die Bevölkerung hat es nicht gefressen, die Kritik war zu groß. Also machen wir eine Enquete-Kommission. Dann hat man gedacht, okay, die Enquete-Kommission bricht uns auch weg. Der öffentliche Druck wird so massiv, aber wir haben Zeit gewonnen. Wenn wir schon einen Untersuchungsausschuss einsetzen müssen, dann besetzen wir ihn auch mit unseren Leuten und holen uns am besten Experten wie Matthias Fahner ins Boot. Dieser Matthias Fahner jedenfalls kam
Ich schilderte eben ein Gespräch mit dem Vertreter des Bundesinnenministeriums im Bundestag, kam zu unserem Gespräch dazu und sogar der Vertreter des Bundesinnenministeriums meinte, was Baden-Württemberg sich da geleistet hat, war schon hart. Der äußerte dann, ihr habt euch aber gut verkauft vor dem Bundestag. Die Zeit war verstrichen, man hatte quasi auf Zeit gespielt, hat Akten zurückgehalten, hat Zeugen zurückgehalten. Und die Legislaturperiode und damit der Ausschuss war zu Ende. Baden-Württemberg und Matthias Fahner hatten ihr Ziel erreicht. Dann habe ich den Vorsitzenden Drexler dieses Ausschusses hier außerhalb einer Sitzung darauf angesprochen, warum er ausgerechnet Matthias Fahner als seinen persönlichen Referenten, als Strategen sozusagen, hier als Mitarbeiter genommen hat, der dafür zuständig ist, die Akten zurückzuhalten, der einer der wesentlichen Vertuscher sei. Seine Antwort war lapidar, ist doch gut, dass wir jemanden haben, der sich mit den Akten auskennt. Das ist eine Unverschämtheit. Und ich denke, also in Baden-Württemberg hat man den Untersuchungsausschuss auch so gesetzt, ich weiß es, besser gesagt. Ich höre sehr, sehr viel, was nicht öffentlich besprochen wird. Woher auch immer, fragen Sie mich lieber nicht. Und ich weiß, dass man dort auf Zeit spielt. Die Bevölkerung hat jetzt einen Untersuchungsausschuss. Die Bevölkerung wird die Klappe halten danach. Und man wird keinen neuen mehr fordern können. Aber vielleicht wird man damit nicht durchkommen. Vielleicht werden sich die Ereignisse überschlagen. Vielleicht wird es in den nächsten Wochen auch in München Ereignisse geben, die Baden-Württemberg in Zugzwang bringen. Wir haben glücklicherweise in Berlin im Deutschen Bundestag wieder einen Untersuchungsausschuss. Dort wird dann vernünftiges Personal sein und Thüringen, Berlin und München werden die Standorte sein, an denen weiter ernsthaft an Aufklärung gearbeitet wird. Sie hatten nicht die Befürchtung, dass man versucht, den Prozess in München zu beenden und dann den beliebten Schlussstrich zieht? Den beliebten Schlussstrich wird man ziehen. Als ich angefangen hatte, gab es den Prozess in München noch gar nicht. Und meine Mandanten haben mich auch nicht beauftragt, um diesen Prozess zu führen, sondern um die Morde aufzuklären. Und zwischenzeitlich bin ich nicht mehr der Einzige. Ich war zwar der erste Nebenklageanwalt, aber ich bin nicht der Letzte. Und es gibt viele, die sich jetzt um Aufklärung bemühen. Wir hatten schon 9 Untersuchungsausschüsse, der 10. ist im Anmarsch. So schnell kriegt man diesen Geist nicht mehr in die Flasche. Da mache ich mir keine Sorgen. Der deutschen Justiz ist vieles nötig. Der Vorsitzende Richter Gölzel, wie kam der zu seinem Amt und wie fördert oder behindert er diesen NSU-Prozesskomplex? Also der Vorsitzende Richter Gölzel ist eine sehr interessante Persönlichkeit, um es mal so auszudrücken. Und ich bin ja oft auch mit ihm aneinander geraten, was Münchner Prozessbeobachter das ein oder andere Mal mitbekommen haben. Aber zwischenzeitlich respektieren wir uns gegenseitig sehr. Der Vorsitzende Richter Gölzel scheint mir jetzt, ebenso wie weite Teile des Senats, stinksauer zu sein auf die Bundesanwaltschaft, weil die Anklageschrift unvollständig war, weil sie lückenhaft war. Und so wie die Bundesanwaltschaft verfahren ist, ohne den massiven Druck der Nebenklage und der Medienöffentlichkeit und des Senats selbst, hätten wir tatsächlich mit Freisprüchen rechnen müssen bei mehreren Angeklagten. Aber das ist jetzt mittlerweile vorbei. Also in München rechnet niemand mehr mit Freisprüchen. Hoffentlich erfasst ihn der gerechte Zorn, diese Richter. Die haben eine schwierige Aufgabe, kann ich Ihnen nur sagen. Ich will nicht in der Haut dieser Richter stecken. Auch wenn ich diese Herrschaften manchmal scharf kritisiere, das mache ich dann im Gerichtssaal und da kracht es auch manchmal, aber die machen schon eine gute Arbeit, die lernen dazu und die Arbeit wird immer besser. Okay. Ich hatte es auch schwer im Leben. Bitte weitere Fragen? Also was mich nochmal interessiert, das ist jetzt eher auch vielleicht eine persönliche Frage. Also diese Morde sind ja im Laufe von mehreren Jahren passiert. Okay, die standen vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Und andersrum gesagt, ich meine, es passieren ja in Deutschland auch andere Morde, irgendwo anders. Ja. Aber ich finde es echt erstaunlich, wie Sie das so, diesen Fokus wirklich auf diese Morde dann gesetzt haben und dann so diese Puzzlesteine über die Jahre hinweg so für sich irgendwie so zusammengeordnet haben. Also das finde ich echt erstaunlich.
Also ja. Was hatten Sie da für ein Interesse daran? Oder, naja, oder ich habe ja... Fokus, oder wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Also, ich habe ja eine kriminalistische Ausbildung, auch ein wenig. Und es ist ja so, dass man nicht nur Jura als Schmalspurstudent studieren kann, sondern man hat viele Angebote an der Universität und kann sich damit beschäftigen. Und es ist ja tatsächlich so, dass eine Mordserie über so viele Jahre mit derselben Tatwaffe begangen, dass eine solche Mordserie einzigartig ist. Und dass die Polizei vor allem bei einer Aufklärungsrate von 98,5% mit den Worten der Polizei an Spuren nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln gehabt haben will. Das hat mich ein wenig verwundert. Im Zusammenhang mit dem Kölner Nagelbombenanschlag, auf den ich hier ursprünglich fokussiert war, der für mich eindeutiger die Handschrift von Combat 18 getragen hatte, hat mich einfach eine Zusammenschau der Phantombilder und des Modus operandi auf diesen Zusammenhang gebracht und auf diese Mordserie, obwohl sie schon abgebrochen war dann später. Ich hatte das erste Mal 2006 als Rechtsreferendar meinen Chef in einer Anwaltskanzlei auf diese Serie angesprochen, der hat mich aber nicht ernst genommen damals. Und tja, dann musste ich es später selber machen. Bitte sehr. Ich würde so ein bisschen noch Ihre politische Einschätzung interessieren. Man hat ja relativ offensichtlich rechte Terroristen, die unterstützt oder gedeckt werden von staatlichen Behörden oder ein gewisses Zusammenspiel da. Und wenn ich würde interessieren, unterstellen Sie oder nehmen Sie an, dass es staatlicherseits ein direktes Interesse gibt, diese Rechtsterroristen am Leben zu halten? Und wenn ja, wofür? Und die zweite Frage ist, wie ist dann Ihr Blick in die Zukunft? Weil da ist das Interesse unmittelbar ersichtlich, wenn man jetzt guckt, was die Politik mit den jungen Menschen vorhat. Weil da ergänzt sich das ja wunderbar und das fällt ja auch auf. Mhm. Also da würde ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe zwar auch ein bisschen Politikwissenschaften studiert, aber das müssten andere beurteilen. Ich denke nicht, dass staatliche Stellen ein Interesse haben, rechtsextreme terroristische Strukturen am Leben zu halten. Ich kann dazu nichts sagen. Ich denke nur, dass staatliche Stellen ein Interesse definiert haben, also dass diese Vorgänge und die Verstrickungen staatlicher Stellen nicht öffentlich, nicht bekannt werden, weil man sich sorgt um das Ansehen des Staates. Man denkt, das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen könnte erschüttert werden, wenn bestimmte Dinge herauskämen. Ich sehe das genau andersherum. Ich wurde mal von einem Journalisten gefragt, ob ich mich als Staatsfeind Nummer 1 fühle manchmal. Nein, ich bin vielleicht Staatsfreund Nummer 1. Denn wenn man das Vertrauen in die staatlichen Institutionen wiederherstellen möchte, dann muss man diese Dinge lückenlos aufklären. Und dann können die Menschen wieder neu anfangen. Solange dort noch offene Fragen sind, solange bestimmte Punkte nicht beantwortet sind, solange dort gedeckelt wird, solange kann kein neues Vertrauen entstehen, denke ich. Man denkt oft, die Bevölkerung sei dämlich. Und wenn etwas Gras über eine Sache wächst, dann werden die Menschen vergessen. Aber ich denke, dass dem nicht so ist in der Informationsgesellschaft. Vielleicht bin ich etwas naiv. Also deshalb denke ich, wir müssen diese Dinge aufklären. Und es kann nicht staatliches Interesse sein, hier zu vertuschen. Das Interesse muss neu definiert werden. Und das Interesse wird definiert im Bundeskanzleramt. Dort ist der Schlüssel zu allem. Ich stehe, falls sich jemand nicht traut, öffentlich zu fragen, auch gerne später zur Verfügung. Bitte. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Also ich lese es immer in der Zeitung, also in der Kontext lese ich es immer, also der da lese ich immer Interesse, diese Artikel über den NSU-Komplex und speziell jetzt ein bisschen ich lese es immer in der Kontext, diese Artikel über den NSU-Prozess und speziell halt jetzt auch über diesen baden-württembergischen Untersuchungsausschuss.
Und da habe ich also letztens gelesen, dass jetzt also diese Familie von dem Florian Heilig, diese Aservaten, die sich wohl in ihrem Besitz befinden, offensichtlich jetzt doch nicht herausrücken wollen. Mhm. Und das fand ich ja dann schon auch, also das habe ich dann irgendwie auch verstanden, weil ja zu Anfang irgendwie kam da so rüber, ja, die hätten jetzt halt wirklich auch in dem Auto noch was gefunden und sie würden es dem Ausschussvorsitzenden auch zur Verfügung stellen. Das wollen sie jetzt irgendwie nicht. Und genau. Also erstmal kann ich dazu sagen, dass die Behauptung, die Asservate befänden sich in meinem Besitz, unzutreffend ist. Das ist eine frei erfundene Behauptung von Wolfgang Drechsler. Nein, in dem Besitz von dieser Familie. Naja, wo sich die Asservate besitzen, also befinden, ich weiß es, ich werde es aber nicht öffentlich kundtun. Also die Familie hat diesem Untersuchungsausschuss damals unter größten Bemühungen von Professor Hajo Funke ein Vorschussvertrauen geschenkt. Dieses Vorschussvertrauen, das wohl nicht berechtigt war, wurde von diesem Untersuchungsausschuss, ich könnte jetzt viele einzelne Punkte nennen, mehrfach enttäuscht. Und die Familie hat diesem Ausschuss dennoch zahlreiche Asservate, Mobiltelefone, Festplatten, Computer, die dieser Ausschuss nie gehabt hätte, zur Verfügung gestellt. Alles, was die Familie hatte, bis auf einige wenige Dinge, diese Gegenstände wurden ergebnislos ausgewertet von den Polizeibehörden, die mutmaßlich verstrickt waren, über den Ausschuss, die mutmaßlich verstrickt waren in diese Machenschaften. Und dieser Familie jetzt nach allem, was geschehen ist, nochmal Vertrauen in diesen Untersuchungsausschuss zu vermitteln, der ein falsches Spiel mit den Medien spielt, da kann ich auch gerne einzelne Punkte noch benennen, dieser Familie nochmal Vertrauen in diesen Untersuchungsausschuss zu vermitteln, halte ich für unmöglich. Ich habe es damals auch versucht. Ich meinte, gebt denen doch alles heraus, was ihr habt. Der Ausschuss hat 90% der Dinge von der Familie bekommen und der kleine Rest an Dingen, der wurde dem Ausschuss mitgeteilt. Die Dinge, die der Ausschuss hat, wurden ergebnislos ausgewertet und zum Teil vernichtet. Die sind bereits weg. Die sind vernichtet auf Nimmerwiedersehen. Und die Familie wünscht eine unabhängige Auswertung von den restlichen Gegenständen. Das letzte Quäntchen Hoffnung, dass die Familie auf Wahrheit hat. Das will die Familie nicht auch noch in die Hände dieser Personen legen. Ich wusste damals, als ich von der Familie mandatiert wurde, noch nicht von diesen Zusammenhängen. Ich wusste auch nicht, wer alles in diesem Untersuchungsausschuss sitzt und wie diese Strukturen laufen. Ich wusste damals nicht, was im Hintergrund in nicht öffentlichen Sitzungen dort wirklich gesprochen wird. Ich wusste damals nicht, dass dieser Untersuchungsausschuss auf das mediale Schein erheblich mehr Wert legt als auf die Inhalte. Ich war selbst Zeugenbeistand in einer nicht öffentlichen Einvernahme. Da hat sich der Abgeordnete Sacellario bei einem jungen Mädchen über ihr Sexualleben, über ihr Intimleben lustig gemacht. Das Mädchen ist in Tränen ausgebrochen, eine ehemalige Freundin des Florian Heilig. Und er hat das immer wieder gemacht. Die Abgeordneten haben dort ihre Scherze getrieben. Die Vernehmung war noch lange nicht abgeschlossen. Und wissen Sie, was danach geschehen ist? Statt weiter zu vernehmen, ich war im Deutschen Bundestag bei Untersuchungsausschüssen, die haben bis 1 Uhr nachts verhandelt. Die haben gesagt, draußen warten unsere Medien, die Journalisten warten draußen. Lassen wir die nicht warten, dann brechen wir hier ab. Das heißt, Aufklärung wird dort zum Schein betrieben. Ich habe dort zweimal interveniert bei Fragen, nämlich als es um das intimste Sexualleben eines jungen Mädchens ging, für das sich der Abgeordnete Sacellario lächelnder und lachenderweise, grinsenderweise besonders interessierte, um das Mädchen an die Wand zu fahren. Sonst habe ich jede noch so unzulässige, noch so dümmliche Frage zugelassen. Und dann dachte ich mir, woran sind wir denn hier geraten, bitteschön? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich kenne andere Ausschüsse. Ich habe vertrauensvoll zusammengearbeitet mit Untersuchungsausschüssen in Berlin, im Deutschen Bundestag, in Thüringen, in Sachsen, in Bayern. Aber das, was ich hier erlebt habe, das habe ich vorher nicht gesehen. Und dann habe ich erst erfahren, eben von diesem Matthias Fahner, dass der Hauptvertuscher
dass derjenige, der hauptsächlich verantwortlich ist für das Scheitern der Aufklärung in Baden-Württemberg, mit Drexlers Argument, wir brauchen jemanden, der die Akten kennt, in diesem Untersuchungsausschuss als sein persönlicher Referent persönlich mit Familie Heilig befasst war. Dass die Familie in eine Hetzjagd getrieben wurde, dass dort eine Medienkampagne getrieben wurde. Ich weiß, welcher Journalist mit wem welche Materialien, welche Informationen durchgestochen bekommt. Da erfahre ich sehr viele Dinge. Und es ist leider traurig, dass sich die Kontext-Wochenzeitung, die ja als Beilage zu einem linksgerichteten Blatt wie der Taz erscheint. Ja, die Taz nennt sich so. Also ich finde das traurig, dass sich die Kontext-Wochenzeitung so instrumentalisieren lässt für diese Dinge. Aber es ist halt so, dass zwischen Journalisten und diesen Abgeordneten ein Geben und Nehmen besteht. Es besteht ein Machtverhältnis. Das heißt, wenn diese Journalisten nicht als Steigbügelhalter dieser Abgeordneten fungieren, wenn da nicht ein Küsschen links und ein Küsschen rechts gegeben wird, dann bekommen diese Journalisten nicht mehr diese spannenden Informationen. Das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben, das ist mir klar. Aber es ist natürlich traurig, dass diese Dinge so kritiklos von solchen Blättern aufgeschrieben werden. Ich denke aber, dass etwa der Kontext mit dieser Linie also dauerhaft nicht bestehen kann, also aus anderen Gründen auch. Und deswegen spielt das für mich keine Rolle. Das heißt, die Musik spielt woanders, aber nicht hier im Ländle. Da ist ein bisschen Provinzpresse, das natürlich ein bisschen gefüttert wird von diesem Ausschuss, aber ich denke, das betrifft nicht den eigentlichen Aufklärungsprozess, der sich in München, Berlin und in Thüringen vollzieht. Also egal, was in Baden-Württemberg geschieht, wir werden Baden-Württemberg mit aufklären. Baden-Württemberg ist ein elementarer Bestandteil des NSU-Komplexes. Egal wie hier gemauert wird von politischer Seite, wir werden auch Baden-Württemberg nicht vergessen. Das ist auch ein Grund, warum ich heute hier bin. Und Hessen? Hessen werden wir auch aufklären, machen Sie sich keine Sorgen. Auch in Hessen ist es problematischer, aber in Hessen gibt es zumindest noch eine Opposition. Ich rede nicht von den Grünen, in Hessen sind die Strukturen anders. Auch Hessen ist politisch sehr schwierig. Die Situation ist sehr schwierig. Ich habe in Hessen bei den Grünen und der SPD, bei Herrn Frömmrich und bei Nancy Faeser vor Jahren auf Knien gebettelt, setzen Sie bitte einen Untersuchungsausschuss ein. Machen Sie es bitte. Nancy Faeser hat mir damals, die SPD, also Innenexpertin, hat mir damals gesagt, die Grünen planen offenbar eine Koalition mit Bouffier. Und deswegen wird das ohne die Grünen nicht machbar sein und wir wollen die Grünen mit an Bord nehmen. Ich dachte, die Dame erzählt mir Unfug. Als ich dann aber gesehen habe, dass wir heute in Hessen eine schwarz-grüne Koalition haben und die Grünen sich als Steigbügelhalter ausgerechnet von Bouffier dort verkaufen, ist tatsächlich mein Vertrauen in politische Parteien auf Null gesunken. Ich vertraue nur noch Einzelpersonen und da gibt es in jeder Partei Anständige und es gibt überall Käufliche. In der SPD nicht, da gibt es keine Anständigen. Doch, da gibt es auch welche. In Baden-Württemberg weiß ich es nicht, aber in der SPD, in anderen Bundesländern und im Bund kann ich Ihnen sagen, gibt es hochanständige Personen. Das schlimmste Bundesland ist Deutsch-Südwest. Da kommt nicht mal Bayern. Also ich habe den Eindruck, dass tatsächlich in Baden-Württemberg die Uhren anders ticken. Aber es wird eben vieles an Baden-Württemberg vorbeilaufen. Es wird Entwicklungen geben, an denen Baden-Württemberg nur am Rande beteiligt sein wird. Weitere Fragen, bitte. Gibt es aktuell eine sinnvolle Theorie zu dem Kiesewettermord? Er fällt ja offensichtlich aus dem Schema. Es gibt aktuell sinnvolle Theorien zu dem Kiesewettermord, die möchte ich aber öffentlich, ich sage sehr viel, wie Sie sehen, in der Öffentlichkeit. Es gibt bestimmte Dinge, die ich öffentlich noch nicht sagen möchte, die auch sehr viel mit den Interna der Ermittlungen zu tun haben. Aber ich denke, ich kann Ihnen noch mal sagen, was wie eine Ente aussieht und quakt wie eine Ente und läuft wie eine Ente, könnte eine Ente sein. Und ich denke,
dass der Ku Klux Klan so sehr die Sicherheitsbehörden von Mitgliedern dieses Untersuchungsausschusses hier gerne reingewaschen werden. Das heißt, man äußert oberflächlich Kritik hier und da und sagt, man habe dies und jenes aufgeklärt. Ich schlage mein Kind, damit der Lehrer es nicht schlägt, denn der wird richtig zuschlagen. Der Lehrer sitzt in Berlin und in München und wir werden uns auch um den Kiesewettermord kümmern. Ich habe mich dort öfter in die Höhle des Löwen begeben. Ich habe Beweismittel gesichert, Zeugenaussagen gesichert, die sind gut aufgehoben und werden eines Tages auch das Licht der Öffentlichkeit erblicken, und zwar unabhängig davon, ob ich das dann persönlich mache oder nicht. Es ist ja so, es wäre viel einfacher, wenn wir als Nebenklageanwälte die Möglichkeiten hätten, die der Generalbundesanwalt, die ein Untersuchungsausschuss oder die Polizei hätte. Da könnten wir uns alles, was wir brauchen, einfach holen, müssten keine Sorgen haben, dass unsere Informanten wegbrechen, dass sie eingeschüchtert werden. Ich habe mehrere Informanten, zum Beispiel in der rechten Szene und auch in Sicherheitskreisen, die Todesangst haben. Die wirklich Todesangst haben, die sich mir anvertraut haben. Und da gilt für mich tatsächlich Quellschutz. Dann wird aber in geeigneter Weise die Information Eingang finden. Dann spreche ich nämlich vertraulich mit Abgeordneten. Ich weiß, dass ich das in Baden-Württemberg nicht kann und deswegen bin ich so dankbar, dass Berlin sich jetzt um Baden-Württemberg wird kümmern können und in anderen Bundesländern und im Prozess. Und es wird alles ans Licht kommen. Es gibt eine plausible Theorie und der Ku Klux Klan hat sehr wohl damit zu tun, das kann ich Ihnen sagen. Und der Verfassungsschutz hat was damit zu tun. Was den Ku Klux Klan betrifft, vielleicht noch kurz Aspekte zu diesem Problem. Der European White Knight of Wikipedia ist ja relativ spät entstanden. Ja. Der ist wiederum eine Abspaltung des International genau. Ku Klux Klan. Und es gab also mehrere Ku Klux Klan-Gruppen, ja. die aufeinander abgefolgt sind ja. in Baden-Württemberg. Es gab auch Parallelstrukturen. Interessanterweise ist es so, dass obwohl der Untersuchungsausschuss die Akten zum Ku Klux Klan haben wollte, eben die Akten aus der Zeit vor 2000 nicht vorliegen. Also das hat ja. alles eine Vorgeschichte. Ich weiß. Und es, im Moment wird auch darum gerungen, dass der Untersuchungsausschuss jetzt so gut oder so schlecht er ist, die Akten des Verfassungsschutzes aus der Zeit vorher bekommt. Ja, dieser Untersuchungsausschuss hat ja mit Matthias Warner einen Mitarbeiter, der die Akten sehr gut kennen müsste. Und da können Sie sich gerne vertrauensvoll an ihn wenden. Es gibt weitere Informationen eben zu diesen Vorgängerstrukturen, die auch unmittelbar mit dem NSU zu tun haben. So viel kann ich jetzt schon verraten. Quellschützend. Und es gibt diese Verstrickungen, es gibt personelle Verstrickungen, es gibt personelle Verbindungen. Ich weiß, wer die Personen sind. Auch andere Personen wissen das. Die Information ist gut gesichert. Und alles wird im Rahmen des Verfahrens in München ans Tageslicht kommen. Und zwar sehr bald. Darauf können Sie sich verlassen. Sehr, sehr bald. Ja, derjenige von der Polizei, der bei Ku Klux Klan war in Schwäbisch Hall, der nicht bestraft worden ist, der versetzt worden ist, wissen Sie, wo der heute steckt? Weil jedes Mal, wenn ich einen sehe, denke ich, du bist es vielleicht. Also, ich will die Angst nicht loswerden, weil ich traue dich eh nicht. Ja, ich verstehe Sie ganz gut. Ich muss Sie leider enttäuschen. Ich weiß von einigen Beamten, wo sie sind. Okay. Ich weiß auch, was die machen. Ich weiß auch, dass einige Beamte sonst rechtsextrem gesinnt sind, ohne im Ku Klux Klan gewesen zu sein. Und ich weiß, dass es leider mehr Beamte gab, die in Ku Klux Klan-Strukturen in Baden-Württemberg, nicht nur in Baden-Württemberg, waren. Ich weiß auch, dass dieselbe Struktur auch in Thüringen mehrere Mitglieder hatte, die bis heute nicht öffentlich bekannt sind, die ich aber recherchiert habe. Die Informationen sind gesichert, was ich immer dazu sage, sonst würde ich sie öffentlich nicht sagen. Und es gab in Thüringen auch weitere Mitglieder dieser Struktur. Diese Struktur war in Thüringen fest verankert. Und ich habe mich sehr intensiv gerade mit dieser Materie auch befasst. Das wird eines Tages zeitnah bekannt werden. Machen Sie sich keine Sorgen. Aber wie gesagt, diese Beamten,
Das kann man nicht verhindern. Es gibt so viele Beamte, die problematische Gesinnungen haben. Achim Schmidt meinte ja damals, er hätte eine eigene Sektion aus Ku Klux Klan-Mitgliedern gründen können. Er hat einmal gesagt, es gab bis zu 20 Polizeibeamte, die dem Ku Klux Klan beitreten wollten. Angeblich waren es dann nur zwei. Es waren eben nicht nur zwei, es waren mehrere. Mir sind auch die Namen bekannt von den meisten und auch in anderen Bundesländern. Also deshalb ist es so, wenn etwas rauskommt, dann hält man die Information am besten dicht und eng. Aber ich würde mir, wie gesagt, dort keine Sorgen machen, weil solange die Öffentlichkeit sich um solche Begebenheiten kümmert, und also droht von diesen Beamten, denke ich, keine große Gefahr mehr. Es ist natürlich problematisch, dass die immer noch im Amt sind. Darum müsste sich eigentlich so ein Untersuchungsausschuss kümmern und müsste der Exekutive ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Aber das ist hier in Baden-Württemberg nicht zu erwarten, fürchte ich. Die sind ja noch im Dienst, ne? Die sind im Dienst, ja, ja. Ja, ja, da sind mehrere noch im Dienst. Also eine Beamtin, weiß ich, ist nicht im Dienst, nicht mehr. Ich weiß auch von einer anderen Beamtin, die nicht im Ku Klux Klan war, ist mir jedenfalls nicht bekannt, aber die sehr enge Beziehungen in dieses Netzwerk hatte, die auch nicht mehr im Dienst ist. Und freiwillig gegangen, nicht gegangen worden, oder? Die Details wären ein bisschen, aber etwas dazwischen, sagen wir so. Der Staat ist ja rechts. So, Punkt. Das ist ja rechts. Darüber. Bitte weitere Fragen. Das würde ich nicht unterschreiben. Aber gibt es noch andere Taten, wo Sie sagen würden, da könnten noch Strukturen sein, die man noch nicht gesehen hat? Mir fällt ja immer ein, es gab mal in Saarbrücken einen Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung, glaube ich. Gibt es da noch andere solche Taten, wo man sagen kann, da hat noch niemand hingeschaut, weil niemand hinschauen will? Es gibt solche Taten. Oder die Polizei hat nicht hingeschaut, weil sie nicht hinschauen will. Es gibt solche Taten, was man aber auch beim NSU speziell nicht vergessen darf. Und genau darum wird sich Thüringen und der Bundestag verstärkt kümmern, sind die Bezüge der rechtsextremen Szene zur organisierten Kriminalität. Das heißt, die rechte Szene ist nicht so homogen oder rein ideologisch strukturiert. Ich kenne ja viele der Herrschaften persönlich. Ich war bei manchen in den Wohnungen. Und also viele davon sind Mitglieder organisiert krimineller Strukturen von Mafiabanden, von Rockerbanden. Die arbeiten zum Teil auch international zusammen mit anderen, also Mafiastrukturen in Osteuropa zum Beispiel. Und also es gibt weitere Straftaten, wo es dann sehr schwer zuzuordnen ist, ob man diese Straftaten in den Bereich des Politischen oder des Kriminellen einsortieren sollte. Das würde ich immer im Hinterkopf behalten, weil die NSU-Mitglieder und deren Umfeld sind aus einem kriminellen Milieu erwachsen und dieses kriminelle Milieu setzt sich zum Teil bis in die Behörden hinein fort. Ich kenne mehrere Polizeibeamte, die korrupt waren, die korrupt sind, die über viele Jahre für die Mafia gearbeitet haben, gemeinsam mit Neonazis. Und also deswegen ist es immer sehr schwer abzugrenzen, was ist eine politische Straftat. Ja, wobei bei Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung. Das zum Beispiel, ja, klar. Aber da kann ich. Also es gibt weitere Straftaten, da gibt es Verdachtsmomente. Natürlich im Verfahren, im Prozess in München ist ja ein weiterer Bombenanschlag des NSU zum Beispiel bekannt geworden. Es gibt einen dritten Bombenanschlag, der aber schiefgegangen ist. Und zwar wurde in Nürnberg in einem türkischen Restaurant eine Rohrbombe hinterlegt in Gestalt einer Taschenlampe. Die ist dann dort explodiert, als das Reinigungspersonal diese Taschenlampe aufgehoben und eingeschaltet hat. Da wurde dann ein junger Mann entsprechend verletzt. Und wir haben die Akten dazu bekommen. Interessanterweise können Sie sich jetzt mal, Sie dürfen alle raten, gegen wen ermittelt wurde.
Genau, gegen die Opfer. Also es ist durchaus möglich, konkrete weitere Straftaten, die speziell dem NSU oder Mundlos Bönhard Tschepe, wie man also gemeinhin annimmt, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Bitte. Wenn keine Fragen mehr sind, bitte. Mich beschäftigt manchmal der Hintergrund von Beate Tschechisch dauerndem Schweigen. Ja? Mhm. Was da Grund dafür sein kann, dass sie, ja, dass sie nicht aussagt. Was sie dazu veranlasst und was sie sich davon erhofft. Mhm. Ja? Weil ich denke, sie hat sicher irgendwelche Vorteile. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur auf ihr Mist gewachsen ist. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Beate Tschepe ist sicher eine interessante Persönlichkeit. Ich sitze ihr ja fast jeden Tag gegenüber und man beobachtet da schon das ein oder andere und hört auch das ein oder andere, wenn man gut hinhört. Und ich kann Ihnen sagen, ihr Schweigen beruhte in erster Linie wohl auf einer völlig falschen Verteidigungsstrategie. Die haben einfach nicht mit uns gerechnet. Also das sage ich nicht ohne Stolz. Beate Tschepe hat gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen geäußert, der Prozess, der Gerichtssaal sei wie ein Kriegsgebiet. Die Zermürbungstaktik der Nebenklageanwälte setze ihr so zu, dass sie das Ganze psychisch nicht mehr aushält. Und die Zermürbungstaktik der Nebenklageanwälte, die ist ja auf Aufklärung gerichtet. Wir kämpfen dort wirklich jeden Tag bis auf die Knochen. Und also wir machen das nicht zum Spaß. Politiker in Untersuchungsausschüssen, viele, machen ihre Arbeit zum Spaß. Da gibt es auch Ausnahmen, nicht in Baden-Württemberg leider. Aber wir arbeiten da nicht zum Spaß. Das können Sie mir glauben. Und wir schenken denen keinen Millimeter. Und Beate Tschepe kriegt das auch zu spüren. Sie hat damit gerechnet, dass sie freigesprochen wird. Ihre Anwälte haben ihr ernsthaft verklickert, sie wird freigesprochen. Und wäre es nach der Anklage der Bundesanwaltschaft gegangen und hätten wir die Klappe gehalten in den 2,5 Jahren, die wir dort jetzt jeden Tag kämpfen, dann hätte Beate Tschepe und viele andere Angeklagte auch sehr gute Chancen gehabt, freigesprochen zu werden oder nur mit einer lächerlichen Minimalstrafe davonzukommen. Und wir mussten, und da muss uns die Bundesanwaltschaft eigentlich dankbar sein, wir arbeiten und zimmern der Bundesanwaltschaft die löchrige Anklage auch noch zu, aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann nicht mehr erwünscht. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass Beate Tschepe ihr Schweigen bricht. Aber wenn sie es nicht brechen sollte, kommen wir trotzdem weiter. Das heißt, wir machen unsere Arbeit nicht davon abhängig, ob Frau Tschepe spricht oder nicht. Wir lassen uns nicht erpressen. Wir haben Geduld. Meine Mandantinnen hatten 10 Jahre Geduld. Und wenn es 1 Jahr, 2 Jahre mehr dauert, die Sensationsgier einzelner Journalisten oder Politiker in Baden-Württemberg wird uns nicht bewegen, wird uns nicht irritieren. Wir arbeiten geduldig, akribisch weiter, solange es dauert. Ich denke, die Tschepe wird sich nur selber belasten, wenn die. Wenn. Was war die Strategie der Bundesanwaltschaft ursprünglich? Tja, das müssten Sie dann die Bundesanwaltschaft fragen. Ich bin nicht Sprecher der Bundesanwaltschaft, aber die haben sich vieles anders vorgestellt. Ich denke, wir sind die stärkste Nebenklage in der deutschen Rechtsgeschichte. Wir machen Dinge, die Anwälte normalerweise nicht machen. Wir machen uns auch die Finger schmutzig, wenn es sein muss. Und es lohnt sich. Es wird sich lohnen, glauben Sie mir. Da wird noch einiges kommen aus München. Also ich wünsche Ihnen mal, dass Sie ganz stark sind und ganz viel Gesundheit haben. Und vielen Dank. Leben. Vielen herzlichen Dank. Keine Diabetes, aber Lungenkrebs ist schon nicht.
Vielen herzlichen Dank, ganz, ganz lieb. Vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ich hatte anfangs den Veranstaltern gedankt und gesagt, ich bin auch glücklich, wenn nur zwei Personen kommen. Und wir sind schließlich in Baden-Württemberg. Aber bitte. Ich würde jetzt doch gerne nochmal so einen kleinen allgemeinen Appell an die Anwesenden hier richten. Ich komme von der Initiative NSU-Aufklärung um die Stuttgarter Anstifter herum. Wir machen Beobachten, also wir betreiben eine kritische Beobachtung des Untersuchungsausschusses. Und wer mal auf die Website der Anstifter geht, kann dort auch Twitter-Protokolle finden. Also es gibt mehrere Leute, die im Untersuchungsausschuss, also in der Öffentlichkeit sitzen und dort teilweise mitschreiben. Es sind verschiedene Personen und aus diesen unterschiedlichen Twitter-Kanälen wird dann ein Gesamtprotokoll zusammengesetzt und es gibt fast zu allen Tagen inzwischen so ein Protokoll, was doch relativ hilfreich ist. Schauen Sie sich das an. Und dann ist es so, dass der Untersuchungsausschuss zwar suboptimal ist und es sehr unerfreuliche Züge hat, aber trotzdem ist eigentlich jeder Termin spannender als jeder Krimi im Fernsehen. Ja, und Ludwigsburg ist nicht weit weg von Stuttgart, also fahren Sie doch mal hin. Der nächste Termin ist der Montag, es geht los um 9.30 Uhr. Und dort werden beispielsweise Thema sein, die Videos, die in Heilbronn gedreht, also die dort von Überwachungskameras aufgezeichnet worden sind, also beispielsweise auch im Bahnhof und welche Personen sind da zu sehen. Gibt es da einen Zusammenhang mit dem NSU-Netzwerk oder gibt es keinen? Heute beispielsweise gab es einen total spannenden eine Befragung, ein Verhör eines inzwischen pensionierten Polizeibeamten, der in der frühen Zeit zuständig war für die Betreuung von Martin Arnold, also dem zweiten Polizisten, der angeschossen worden ist, der überlebt hat. Und es gibt dann eine sehr massive Kontroverse darum, ob er sich überhaupt erinnern können soll oder darf. Also die Staatsanwaltschaft in Heilbronn, die hat beispielsweise einen sehr massiven Einfluss darauf genommen, auf die Verbreitung der Haltung, auch unter den Polizisten, dass sich so einer nach so einer Verletzung überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und es wurden Gefälligkeitsgutachten, so kann man es wohl schildern, auch von Gutachtern, die schon immer und ewig für die Polizei arbeiten, angefordert. Und der Polizist, der aber da heute pensioniert inzwischen befragt wurde, der konnte berichten, dass der Herr Arnold sich nach und nach immer besser erinnern konnte, auch an die Situation, da bevor diese Schüsse gefallen sind. Und dass er sprachlich inzwischen sehr gut geheilt ist, dass er inzwischen eine zweijährige Ausbildung mit Bravour bestanden hat, eine Fortbildung bestanden hat. Und er widerspricht diesen Thesen auch der Staatsanwaltschaft oder anderen, dass sich Herr Arnold nicht mehr erinnern könne. Und er hat also bis heute zentral der Thesen von Meyer Manoras, das ist der Staatsanwalt von Heilbronn, widersprochen und hat unter anderem berichtet, dass der Staatsanwalt der damaligen Ermittlungskommission verboten hat, weiter mit Herrn Arnold Kontakt zu halten. Also das ist jetzt nur so ein Splitter von jetzt gerade heute. Wir haben das Problem, wir wollen eine kritische Beobachtung machen und es kommen ganz wenige Leute. Wir waren heute 10 Leute. Wir kennen uns nicht alle untereinander, aber einige kennen sich untereinander und es kommt zu wenig Öffentlichkeit. Und der Untersuchungsausschuss wird in dieser Legislaturperiode auf gar keinen Fall fertig werden.
Und wir sind der Meinung, es muss der nächste Landtag muss einen weiteren baden-württembergischen Untersuchungsausschuss einsetzen und dafür arbeiten wir. Es wäre aber prima, wenn noch mehr Öffentlichkeit da wäre, noch mehr kritische Öffentlichkeit. Da kann man da Fragen stellen oder ist man dann noch Zuhörer? Nein, der Untersuchungsausschuss, also die Obleute oder die Mitglieder des Untersuchungsausschusses, die Landtagsmitglieder, die stellen die Fragen. Und also die Zuschauer können keine Fragen stellen, aber sie können eben nachher eine kritische Berichterstattung stärken. Oder selber Dinge nachrecherchieren und an die Öffentlichkeit bringen. So, vielen Dank. Für die Abmoderation bin ich zuständig. Also ich bedanke mich dann nochmal ganz herzlich auch bei Ihnen für die Information. Ich bin auch der Auffassung, ein Untersuchungsausschuss mag ja auch noch so schlecht sein, ist besser als kein Untersuchungsausschuss. Und irgendwelche Dinge werden an die Öffentlichkeit kommen, auch in Baden-Württemberg kommen Dinge an die Öffentlichkeit, obwohl die Abgeordneten weder eingearbeitet sind, noch willig sind, noch kompetent sind, werden sie von bestimmten Journalisten vor sich hergetrieben, das weiß ich auch. Das heißt, es gibt die vierte Gewalt, es gibt auch die Öffentlichkeit, die ist ganz, ganz zwingend erforderlich. Die Herrschaften sollen sich beobachtet fühlen. Ich appelliere deswegen auch immer an die Öffentlichkeit, uns in München zu besuchen, denn die Bundesanwaltschaft kann nicht ganz so frei agieren, wenn auf der Tribüne jeden Tag 100 Leute sitzen und diesem Treiben zusehen. Wir brauchen die Öffentlichkeit und auch dieser Untersuchungsausschuss braucht sie. Und auch da sitzt der ein oder andere drin, der es ernst meint. Also ich will jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, aber wir brauchen einen weiteren Ausschuss. Das hätte ich Ihnen, das habe ich Ihnen auch dem Ausschuss oder den Mitgliedern vor über einem Jahr gesagt, dass dieser Ausschuss zeitlich nie und nimmer ausreichen wird. Ich habe vor 2,5 Jahren einen Ausschuss in Baden-Württemberg öffentlich gefordert und wurde gegeißelt von den heutigen Mitgliedern des Ausschusses, was mir einfalle und ob ich etwa den Ergebnissen der Polizei nicht traue. Selbsternannter Aufklärer wurde ich zuletzt beschimpft von einem Ausschussmitglied. Ich bin nicht selbsternannt, ich bin von den Hinterbliebenen der Familie Bulgaridis ernannt und mein Auftrag gilt dieser Familie, bei denen ich mich auch hier nochmal bedanken darf, dass sie mir so viel Freiheit einräumen, dass ich auch so viel erzählen darf über die Interna, die sie erlebt hat. Ich bedanke mich nochmal. Ich gehe jetzt eine Zigarette rauchen und verschwinde dann in Richtung Bahnhof. Das heißt, falls jemand noch eine Frage haben sollte und sich nicht traut, diese öffentlich zu stellen, ich stehe noch ein wenig zur Verfügung.